herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute von der FU Berlin. Es geht heute um das Thema Customer Relationship Management, CRM. Ich halte das für ein in mehrerer Hinsicht für sehr interessantes Thema, weil es eben sehr schön deutlich macht, was wir im Informationsmanagement bespielen, nämlich die neuen und veränderten Möglichkeiten, mit Informationen umzugehen und aus Informationen auch entsprechende Analysen zu fahren, die so ohne Technik gar nicht möglich wären. In der Agenda der Veranstaltung sehen Sie, dass wir damit den Reigen der inhaltlichen Module langsam beschließen. Ich hoffe, dass die anderen Teile auch schon sehr interessant waren. Und heute mit dem CRM picken wir eben ein Thema heraus, was sowohl in der Wissenschaft breite Anwendung gefunden hat und viele Kollegen sowohl aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik, allerdings auch aus dem Bereich Marketing in ihrem wissenschaftlichen Arbeiten sehr beschäftigt. Auf der anderen Seite allerdings auch unheimlich praxisrelevant ist. Das werden wir auch in den Beispielen gleich sehen. Sie erleben, wenn Sie sich den Hut aufsetzen, nicht als Student, sondern als Konsument durch die Welt zu gehen, viele dieser Aspekte, die wir heute andiskutieren, einfach in Ihrem täglichen Leben, in Ihrer täglichen Erfahrung. Und ich wünsche mir ja immer, dass wir neben den eigentlichen Lernzielen, die wir bei den Veranstaltungen erreichen, auch ein Stück weit bei Ihnen Reflexion erreichen über das, was da draußen in der Welt geschieht. Und wir werden heute so Konstrukte wie kollaborative Filter kennenlernen und andere Tools, die ich für extrem mächtig halte und wo man durchaus auch mal einen kritischen Blick drauf werfen sollte, was dort passiert und was Leistung und Gegenleistung ist. Und ich wünsche mir einfach, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung das mit sehendem Auge tun. Ich verteufle das nicht und sage nicht, das ist alles schlimm und böse, aber ich möchte, dass sie reflektiert damit umgehen und für sich entscheiden, inwiefern sie wollen, dass ihre Daten für so etwas verwendet werden und was die Anbieter damit für Hintergründe verfolgen. Und auch dafür ist dieses Thema CRM sehr gut geeignet, dass man so etwas mal reflektiert. Zunächst zum Begriff. Wenn etwas breit und weit diskutiert wird, da gibt es immer viele Interpretationen. Ich verwende sehr gerne die auf den ersten Blick sehr ausführliche Definition, die hier Sexauer schon im Jahr 2002 gegeben hat, aber ich glaube, sie beinhaltet alle wesentlichen Komponenten, die bei dem Thema CRM so relevant ist. Wenn wir das mal kurz durchgehen, so definiert er Customer Relationship Management als einen kundenorientierten Management-Ansatz. Das ist schon mal das wichtige Wort kundenorientiert drin. Es geht hier um den Kunden, der im Mittelpunkt steht. Das ist ein Management-Ansatz, auch darauf werden wir zu sprechen kommen. Das heißt, wir können Entscheidungen vorbereiten, mit Daten vorbereiten und dann entscheidungsrelevante Vorbereitungen für Entscheidungen bieten. Aber dann müssen auch tatsächlich Aktionen durchgeführt werden, Entscheidungen getroffen werden. Es geht um kundenorientierte Informationssysteme. Das ist auf jeden Fall der Ast der Wirtschaftsinformatik, dass wir hier Informationssysteme haben und CRM-Systeme, deren Architektur wir auch gleich noch sehen werden, die diese Daten aufbereiten zu entscheidungsrelevanten Informationen. Es geht um die Sammlung, Bereitstellung und Nutzen von Kundenwissen, also nicht das Wissen der Kunden, sondern das Wissen über die Kunden. Damit sind auch Aspekte des sogenannten Business Managements betroffen. Und dann eine ganzheitliche Ausrichtung aller Unternehmensaktivitäten auf die Kundenprozesse. Naja, das würde ich mal relativieren. Also ob dann tatsächlich eine ganzheitliche Ausrichtung ist und ob es alle Unternehmensaktivitäten sind, das mag dem Autor ein bisschen bei der Betonung der Wichtigkeit des Themas durchgegangen sein. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, dass viele Unternehmen CRM wirklich als einen sehr wichtigen Teil ihrer Strategie interpretieren und das doch sehr umfassend verfolgen und hier auch große Investitionen tätigen. Und das Ganze dient dann dem Zweck, eine systematische Anbahnung, Steuerung und Kontrolle individualisierter und langfristig profitabler Kundenbeziehungen zu realisieren. Und genau das ist der interessante Punkt, das ist der ökonomische Hintergrund, auf den ich gleich auch zu Beginn noch viel stärker eingehen will. Das alles ist überhaupt gar kein Selbstzweck. Nicht nur, weil es ein schickes Schlagwort ist, betreibt man CRM, sondern das muss am Ende ökonomisch sinnvoll sein. Und es ist dann ökonomisch sinnvoll, wenn ich die Investitionen, die ich in diese CRM-Aufwendungen tätige, dadurch finanziere, indem ich erreiche, dass ich tatsächlich eine bessere Information über meine Kunden habe, dass ich selektiv vorgehen kann, welche Kunden möchte ich intensiver bearbeiten, welche Kunden möchte ich binden. Und auf der anderen Seite eben auch die Kunden identifiziere, die sich nicht lohnen, weitere Aktivitäten zu tätigen. Also gerade dieser letzte Teil ist eben extrem wichtig, um das Ganze auch rechenbar zu machen. Und wie die Abbildung dann auch nochmal verdeutlicht, mit den Farben unterlegt, berührt das CRM, also ein Schnittstellenthema, tatsächlich sehr interessante Bereiche aus dem Marketing, hier Relationship Marketing,
aus dem Prozessmanagement. Wir werden sehen, dass es eine große Herausforderung ist, das tatsächlich in die Geschäftsprozesse zu integrieren, sodass wir an die Daten kommen und die auch entsprechend nutzen können. Es ist eine Herausforderung für die Wirtschaftsinformatik und für die IT-Konzeption, die entsprechenden Grundlagen und technischen Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen. Und es kann eben auch durch die Brille des Wissensmanagement interpretiert werden, wie gelingt es eigentlich aus den vielen verschiedenen Daten entsprechende Informationen aufzubereiten, eine Wissensbasis über den Kunden so vorzuhalten, dass man tatsächlich seine Kunden besser versteht und differenzierter bedienen kann. Also das alles steckt in diesem Kürzel CRM drin und wird auch durch diese Definition ganz gut zum Ausdruck gebracht. Ich hatte gerade schon darauf hingewiesen, das hat keinen Eigenzweck. Man kann relativ klar und einfach auf den Punkt bringen, was die grundsätzlichen Ziele des Customer Relationship Management sind. Wir wollen die Kundenbeziehungen besser verstehen. Dafür ist es notwendig, das ist hier mal in 4 Zielen zusammengefasst, dass man zunächst einmal analysiert seine Geschäftsbeziehungspartner und dann auch eine Selektion tätigt. Und diese Selektion vor einem bestimmten Zielhintergrund, welche Partner sind zukünftig, aktuell und zukünftig für mich vermutlich attraktiv. Das werden wir auch gleich sehen, was das bedeutet, ökonomische Attraktivität. Ich will aber auch verstehen und überwachen, ob Kundenbeziehungen zu vermeintlich attraktiven Kunden vielleicht einschlafen. Das ist ja nicht so, als wenn das immer halt im Streit auseinandergeht und im großen Krach und der Kunde schreit, ich kündige. Die meisten Geschäftsbeziehungen schlafen ein. Und auch hier kann man mit der entsprechenden Analytik einfach erkennen und auch frühzeitig erkennen, dass sich da etwas aus der normalen Rhythmik der wiederholten Käufe oder der wiederholten Inanspruchnahme ändert, dass die Transaktionen seltener werden, dass der Kunde von seinem üblichen Kaufprofil abweicht, und das sind dann Kundenbeziehungen, die drohen einzuschlafen. Und auch dann muss ich Entscheidungen treffen. Ist der Geschäftsbeziehungspartner eigentlich so attraktiv, dass es lohnen könnte, das wieder zu aktivieren und hier dem entgegenzuwirken, dass es nicht einfach einschläft? Ein Aspekt, der häufig zu kurz kommt, aber auch ganz, ganz wichtig ist. Für jede dieser Geschäftsbeziehungen, die ich dann differenziert analysiere, sollte auch eine differenzierte Zielsetzung gestellt werden. Die kann sehr unterschiedlich sein. Es geht nicht nur darum, mit allen Geschäftsbeziehungspartnern einen möglichst hohen Deckungsbeitrag zu realisieren. Es kann auch gut sein, dass man vom Kunden nur die Reputation nutzen möchte, dass man ihn als Multiplikator nutzen möchte, indem man weiß, dass er selber vielleicht keine hohen Transaktionen tätigt bzw. Produkte mit hohem Deckungsbeitrag bei mir kauft, aber vielleicht über ein großes Netzwerk verfügt oder im Web 2.0 als Multiplikator einfach imageprägend unterwegs ist, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Auch das kann eine Zielsetzung sein, dass ich mir von dem Kunden verspreche, dass er eben in seinem Netzwerk eine bestimmte Multiplikationswirkung ausübt. Es kann auch sein, dass ich mir von einem Kunden bestimmte Informationen verspreche, weil ich ihn für ganz typisch für eine Kundengruppe halte. Und wenn ich dann mit diesem Kunden lerne, was er möchte und was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt, ist das vielleicht ein typischer Bedarf, den ich so auch für viele andere Kundenbeziehungen verwenden kann. Auch dann stünde nicht im Vordergrund der unmittelbare Deckungsbeitrag, den ich mit diesem Kunden unmittelbar erziele, sondern vielleicht der indirekte Effekt, dass ich über die verarbeiteten Informationen über ihn den typischen Bedarf von anderen Kunden besser adressieren kann und insofern er mir sehr nützlich ist. Also bei jeder Kundenbeziehung differenziert festlegen, was verspreche ich mir davon. Und das dann auch festhalten für sich selber und klar machen, mit dem möchte ich Geld verdienen, mit dem möchte ich bestimmte Entwicklungen tätigen, hier möchte ich eine Multiplikation und so weiter. Ich glaube, das wird deutlich. Wenn ich dann diese Ziele differenziert gesetzt habe, muss ich mich natürlich in meinen Entscheidungen, in meinem Verhalten auch danach richten. Und das klingt jetzt so einfach und das klingt so, als wenn das eine Person machen würde. Wir werden gleich das Problem aufgreifen, dass viele Akteure Kundenbeziehungen in einem Unternehmen haben und dass es schon eine Herausforderung ist, dieses Verhalten zu koordinieren. Aber auch das ist ein wichtiger Aspekt des CRM, dass die vielen verschiedenen Kontaktpunkte zum Kunden aufgegriffen werden, einmal die Daten aufgreifen und zusammenführen, aber auf der anderen Seite auch gesteuert wird, wie an den verschiedenen Kontaktpunkten gegenüber dem Kunden agiert wird. Und das ist ja nicht schlimmer, als wenn Sie beim Callcenter anrufen und die Callcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht die verfügbaren Informationen haben, die vielleicht online zur Verfügung stehen oder an anderer Stelle zur Verfügung stehen, dann sind sie sauer, dass sie dann nochmal alles neu erzählen müssen, dass sie nicht wissen, wie die Kundenhistorie aussieht, dass sie sich schon mal alle über irgendetwas beschwert haben. Sie erwarten einfach, dass jedes Teil der Kette über die Informationen der Kundenbeziehung verfügt. Auch das eine Herausforderung, die wir gleich noch sehen werden. Und wir werden auch noch, und das ist dann das vierte wichtige Ziel, dass es nicht nur darum geht, einmal zu analysieren, was sind attraktive Kunden und was sind weniger attraktive Kunden, sondern es ist eine permanente Steuerungsaufgabe. Immer wieder zu überprüfen, erreiche ich
mit den einzelnen Geschäftsbeziehungen, was ich mir vorgestellt habe. Warum erreiche ich es nicht? Was könnte da die Ursache für die Abweichung sein? Wie verändern sich diese Geschäftsbeziehungen? Und so werden wir gleich ein sogenanntes Geschäftsbeziehungs-Controlling oder Monitoring erleben, wo ich das als eine permanent fortlaufende Aufgabe habe. Also relativ umfassend, aber auch klar benennbar, was ich mir vom CRM verspreche. Es gelingt mir in so einem Vortrag jetzt in den 90 Minuten nicht, alle Facetten des CRMs aufzuzeigen. Wir haben schon gesehen, ist das viel zu reich, dieses Feld. Ich habe mich mal entschieden dafür, dass ich drei wesentliche Komponenten aufgreife und da ein bisschen in die Tiefe gehe. Die erste Komponente ist tatsächlich nochmal zu beleuchten, was im ökonomischen Sinne eigentlich erfolgreiche Kundenbeziehungen ausmacht. Wie können wir das messen? Kann man das an Kennzahlen oder an bestimmten Konstrukten deutlicher machen, was eine erfolgreiche Kundenbeziehung ist? Das zweite ist das Problem der Informationsgewinnung über den Kunden. Die Technik gibt uns mittlerweile eine Vielzahl von Möglichkeiten der Sammlung, Auswertung und Nutzung von Daten, aber die müssen auch genutzt werden. Und da steckt der Teufel häufig im Detail. Und deswegen werden wir uns angucken, wie das funktionieren kann, welche Herausforderungen, welche Lösungsmöglichkeiten hier bestehen. Und der dritte Aspekt sind die Wirtschaftlichkeit von Individualisierungsansätzen, die sich deutlich verändert hat. Früher hat man gedacht, Individualisierung ist teurer, ist kostenintensiver. Das kann tendenziell immer noch so sein, weil ich mich ja vermeintlich erstmal individueller um die einzelnen Kunden kümmere und vielleicht auch mein Leistungsangebot an die Bedürfnisse der einzelnen Kunden anpassen soll. Aber ich habe mittlerweile eine Reihe von Tools und Möglichkeiten, diese Individualisierung, also das Wahrgenommene vom Kunden, wie individuell greift der Anbieter meine Bedürfnisse auf und wie individuell bedient er sie, doch deutlich einfacher zu bedienen und hier sehr schöne, auch technische Hilfsmittel, die es mir ermöglichen, fast eine automatisierte Individualisierung zu realisieren. In dem Zusammenhang werden wir die kollaborativen Filter kennenlernen und das sind die ermöglichen Services, die Sie fast schon erwarten, auf vielen Internetseiten, aber auch bei vielen traditionellen Händlern. Und da ist einiges in Bewegung, was mittlerweile den Standard ausmacht, wie individuell ich Kundenbeziehungen eigentlich betrachten muss, damit ich überhaupt wettbewerbsfähig bin. Und da werden Sie uns auch noch in diesem dritten Punkt ein paar Beispiele angucken, wie man das machen kann, diese Individualisierung tatsächlich günstiger zu realisieren als ursprünglich gedacht. Ich steige jetzt zunächst mal in Punkt 1 ein, also was genau meinen wir eigentlich mit diesen erfolgreichen Kundenbeziehungen. Der Handlungsmaßstab, ich hatte ja schon mehrfach betont, kein Eigenwert, der Handlungsmaßstab muss der ökonomische Kundenwert sein. Also ich muss in irgendeiner Weise einen Maßstab dafür finden, Kunden zu differenzieren und eine Einteilung vorzunehmen zwischen gar nicht attraktiven Kunden, bedingt attraktiven Kunden und sehr attraktiven Kunden, um es mal so auszudrücken. Und da bietet die Literatur eine Reihe von Vorschlägen, die in der Regel daran hängen, welche Informationen mir dafür zur Verfügung stehen. Wir haben hier mal ein paar Beispiele, also vier Beispiele genannt, die Sie tatsächlich so finden. Wenn Sie gar keine Insights aus den Unternehmen haben und keine internen Informationen vorliegen, also zum Beispiel bei Bewertungen von Unternehmensübernahmen, hilft man sich häufig mit sehr, sehr groben Kennzahlen, zum Beispiel wie Kundenanzahl mit Börsenkapitalisierung. Also, man guckt sich einfach an, wie viele Kundenbeziehungen hat dieses Unternehmen und wie wird der Unternehmenswert gerade an der Börse eingeschätzt oder zu einem Zeitpunkt, wo eine Übernahme stattfindet oder wo dieses Unternehmen Aktien ausgibt. Und man versucht sich darüber eine Vorstellung zu machen, ob das so noch in vernünftigen Relationen zueinander steht. Das klingt auf den ersten Blick extrem grob, wird aber immer wieder angewendet, zum Beispiel bei Übernahmen von Mobilfunkanbietern. Beim Börsengang von Facebook war es eine weite Diskussion, welchen Betrag offensichtlich die Zuschreibung des Unternehmenswertes für Facebook implizit dort getroffen hat, für wie viel kann Facebook aus der einzelnen Beziehung zu den ja immerhin fast 1 Milliarde Nutzer dann ziehen. Und da kamen dann viele Zweifel, ob das noch in einem vernünftigen Verhältnis zueinander steht, ob das Geschäftsmodell von Facebook rechtfertigt, tatsächlich aus den einzelnen Beziehungen zu den einzelnen Kunden derartige Beträge zu realisieren. Aber wie gesagt, das ist der dicke Daumen. Das ist der ganz dicke Daumen, um eine Abschätzung zu kriegen, steht das noch in einem vernünftigen Verhältnis. Kundenscorings werden häufig eingesetzt, wenn mir quantifizierbare Größen fehlen, entweder weil es vielleicht mein internes Rechnungswesen nicht hergibt, wir werden gleich noch die Möglichkeiten sehen, das genauer zu benennen, und wenn ich sage, neben Größen wie Deckungsbeitrag oder Cashflow-Größen, also Investitionsrechnung, Einzahlung, Auszahlung, gibt es auch qualitative Komponenten, die ich berücksichtigen muss, zum Beispiel das, was ich schon angesprochen habe, diese Weiterempfehlung. Durch Kunden kann ich nur sehr schwer dann in Euros ausdrücken,
Und hier hilft man sich dann häufig mit Kundenscorings, dass man eben verschiedene qualitative und quantitative Größen versucht, in einem Wert miteinander zu kombinieren. Und das gibt dann unterschiedlichste Schemata, wie man ein Kundenscoring aufbauen kann. Blau hervorgehoben und deswegen eigentlich für den Betriebswirt hier auch die zunächst mal interessantere Grundsatzalternative ist, tatsächlich aufzubauen auf dem internen Rechnungswesen. Wobei, das werden Sie aus den Grundlagenveranstaltungen kennen, wir prinzipiell zwei Möglichkeiten haben. Wir können einmal mit einer Kundendeckungsbeitragsrechnung arbeiten. Also wir sind jetzt bei der Riebel'schen differenzierten Deckungsbeitragsrechnung aus Kosten und Erlösen, wo ich versuchen würde, jeder einzelnen Kundenbeziehung differenziert Erlöse und Kostenpositionen zuzuordnen. Wer sich da ein bisschen mit Rechnungswesen auskennt, weiß, da kriege ich sofort ein Schlüsselungsproblem. Bei Erlösen wird es mir vermutlich noch einigermaßen gut gelingen, dem einzelnen Kunden auch einzelne Erlöse zuzuordnen. Aber auch da kann es Schlüsselungsproblematiken geben. Auf der Seite der Kosten wird es aber schon fast abenteuerlich. Da kommt es sehr auf die Art der Leistungserstellung und auf die Branche an, ob das wirklich gelingen kann. Was sind Kunden Einzelkosten, die ihm direkt zurechenbar sind? Wie erhebe ich zum Beispiel einen nervigen Kunden, der es wagt, 20 Mal im Callcenter anzurufen? Ich kann natürlich versuchen, in einer Prozesskostenrechnung den typischen Anruf in einem Callcenter mit einer Kostengröße zu bewerten und dann entsprechend dem Kunden zuzuordnen. Die meisten Unternehmen sind kaum so weit, dass sie eine solche differenzierte, prozesskostenbezogene Kundeneinzelrechnung aufbauen und helfen sich dann mit Schlüsselung von Gemeinkosten, wo sie das ungefähr zuordnen. Und dann sind wir mitten in einer Diskussion, wie genau kann das sein. Meiner Meinung nach ist jeder Versuch, das zu differenzieren und auch mal zu quantifizieren, besser als es sein zu lassen. Auch wenn man in diese Schlüsselungsproblematik hineinläuft, man bekommt ein besseres Gefühl dafür, ob es stark unterschiedlich attraktive Kunden gibt und wie sinnvoll es ist, eben auch Kunden differenziert zu behandeln. Die Alternative zur differenzierten Deckungsbeitragsrechnung wäre eben die Cashflow-Rechnung, auch das kennen Sie, eine einfache Investitionsrechnung, würde also nicht versuchen, Kosten und Erlöse zu erfassen, sondern Einzahlungen und Auszahlungen. Das ist die Alternative, die mir zur Verfügung steht, hat nicht ganz die Schlüsselungsproblematik, aber typischerweise auch die Zuordnungsproblematik. Also von daher ist es eher eine, ich hätte beinahe gesagt, Geschmacksfrage, aber tatsächlich auch eine methodische Frage, woran man mehr glaubt und wie man seine Entscheidungen fundieren möchte. Ich habe immer das Problem, dass ich einen Kundenwert feststellen möchte und dort werde ich Komponenten haben, die einen direkten Kundenwert ausmachen, also einen direkt zurechenbaren Wert. Bei der Deckungsbeitragsrechnung habe ich gerade schon darauf hingewiesen, direkt zurechenbare Erlöse und direkt zurechenbare Kostenbestandteile oder eben bei der Cashflow-Rechnung Einzahlung und Auszahlung. Ich werde aber auch immer vor das Problem gestellt sein, dass ich indirekte Elemente habe, die ich eingangs ja schon erwähnt habe, also sowas wie ein Referenzpotenzial, in dem ich weiß, dass dieser Kunde von vielen anderen beachtet wird und wenn der bei mir Kunde ist, vielleicht hat das eine positive Wirkung auf Folgekunden. Ich habe ein Cross-Selling-Potenzial, das heißt, wenn ich bisher eine Geschäftsbeziehung zu einem Kunden hatte, in dem er regelmäßig bei mir eine bestimmte Leistung nachgefragt habe, vielleicht hat er ja das Potenzial, dass er auch andere Leistungen bei mir nachfragen könnte und ich also zusätzliche Umsätze mit ihm tätigen kann. Ich habe da schon skizzierte Informationspotenzial, dass ich über den Kunden etwas lernen kann, über eine Zielgruppe, für die er vielleicht typisch ist. Und ich habe eine immer geartete Prognoseproblematik, das heißt, ein attraktiver Kunde kann ja auch sein, der relativ einfach zufriedenzustellen ist und der mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Folgekäufe tätigen wird. Da wird der Deckungsbeitrag pro Transaktion vielleicht nicht so hoch sein wie bei anderen Kunden, aber wenn ich viele, viele Folgetransaktionen habe, die ich einfach realisieren kann und ich glaube, ich kann diesen Kunden an mich binden, dann wird eben die Hoffnung auf die Zukunft der Treiber sein, dass ich diesen Kunden für mich als wichtiger erachte als vielleicht andere Kunden, die ich als unattraktiv einschätze. Also egal welche Methodik ich anwende, ich muss mit diesen direkten und indirekten Wertelementen umgehen können. Und das Ganze hat dann, wenn wir das uns jetzt nochmal zeitlich klar machen, neben den Schlüsselungsproblematiken eben auch ganz klar Prognoseproblematiken, auf die ich im weiteren Verlauf auch noch kurz eingehen werde. Egal, wann Sie eine Bewertung durchführen, wir haben hier mal auf einer Zeitachse unten, die Sie unten sehen, abgetragen, eine Geschäftsbeziehung beginnt irgendwann, vielleicht zufällig, weil Wiederholungskäufe getätigt werden und Sie werden dann zu irgendeinem Zeitpunkt T0, hier als aktueller Zeitpunkt bezeichnet,
eine Einschätzung vornehmen über eine solche Geschäftsbeziehung, werden versuchen zu verstehen, ist das jetzt ein attraktiver Kunde oder ist das kein attraktiver Kunde, und irgendwann wird eine Beziehung zu Ende sein. Das kann manchmal merklich knallen, wenn jemand sagt, ich kündige, das war der letzte Kauf bei Ihnen. Das ist aber eher die Ausnahme, typischerweise schlafen Geschäftsbeziehungen ein. Also der Kunde tätigt keine Wiederholungskäufe, die Rhythmik wird länger und irgendwann bleibt er weg, und häufig merken Anbieter das gar nicht, dass die Kundenbeziehungen eingeschlafen sind. Zu dem Zeitpunkt der Bewertung, also hier den aktuellen Zeitpunkt, haben Sie Zeitkomponenten, über die Sie in irgendeiner Weise sich eine Meinung bilden müssen, und Sie haben Wertkomponenten, die relevant sind für eine solche Bewertung. Ich blende das schon mal komplett auf. Bei der Zeitkomponente haben Sie eine Prognose zu treffen, wie lang ist denn wohl noch die Restlebensdauer, wie viele Folgetransaktionen wird der Kunde denn wohl noch tätigen. Da können Sie Vermutungen anstellen, wir werden nachher auch einige statistische Methoden kennenlernen, mit denen man so etwas vielleicht etwas besser abschätzen kann, aber am Ende bleibt es ein Prognoseproblem. Ich habe in dem Augenblick auch festzulegen, wenn es zum Beispiel bei dem aktuellen Zeitpunkt um ein Investitionsproblem geht, ob ich in diese Geschäftsbeziehung noch investiere oder nicht, ob es eine bestimmte Abwanderungswahrscheinlichkeit gibt. Also wird meine Investition, indem ich ihm irgendetwas zugutekommen lasse, überhaupt dazu führen, dass der Kunde weiter mit mir eine Geschäftsbeziehung unterhält? Oder kann es auch sein, dass er die Geschäftsbeziehung sowieso abbricht? Kann ich versuchen, durch eine Abwanderungswahrscheinlichkeit auszudrücken? Das heißt, es ist sehr relevant für die Bewertung, eine Vorstellung über die Gesamtlebensdauer zu bekommen. Wenn mein Informationssystem entsprechend aufgebaut ist, kenne ich vielleicht die bisherige Kundenhistorie. Schon fraglich, wie vollständig das ist. Aber ich habe immer das Prognoseproblem, nach vorne zu gucken, wie lange wird diese Geschäftsbeziehung noch weitergehen. Und demgegenüber, und das muss ich damit kombinieren, also nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung, die Wertkomponenten. Ich habe eventuell, wir haben hier mal das Beispiel einer Cashflow-Rechnung genommen, eine Aufstellung über die bisher getätigten Einzahlungen und Auszahlungen. Ich kann also etwas über den bisherigen Cashflow aus der Kundenbeziehung sagen, wenn ich die notwendigen Informationen, die wir gleich noch sehen werden, tatsächlich entsprechend aufbereitet habe. Es ist vielleicht eine wiederkehrende Aufgabe, Akquisitionszahlungen oder Investitionen in die Geschäftsbeziehung zu tätigen, indem ich mich individuell um die einzelnen Kunden kümmere, indem ich ihnen, denken Sie an Mobilfunkanbieter, die Sie immer freundlich behandeln, wenn Sie genug kommunizieren, immer dann, wenn Ihr Vertrag ausläuft, Ihnen ein neues Smartphone anbieten oder einen anderen Vertrag anbieten oder eine sonstige Vergünstigung noch mit anbieten. Das sind so diese wiederkehrenden Zeitpunkte, wo Sie nochmal überlegen, investiere ich noch in die Geschäftsbeziehung in Sie oder nicht. Und ich muss mir eine Prognose darüber bilden, wie der erwartete Cashflow in Zukunft aussehen wird. Und aus diesen Elementen kann ich dann versuchen, den sogenannten Customer Lifetime Value, so wird auch in der Literatur bezeichnet, zu ermitteln. Also als einen typischen Barwertfaktor in einem bestimmten Entscheidungszeitpunkt, auf dem ich dann meine Entscheidung basiere, lohnt es sich, in diese Geschäftsbeziehung zu investieren und wenn ja, wie viel? Oder ist das eine vermutlich bisher oder zukünftig unattraktive Geschäftsbeziehung und ich muss andere Maßnahmen ergreifen? Diese Logik, die daraus abgeleitet wird. Achso, hier ist noch die Ergänzung der Komponenten. Das war bis jetzt die Cashflow-Betrachtung der direkten Wertelemente. In der Abbildung davor hatten wir diese direkten Wertelemente. Und da muss ich dann das jetzt noch ergänzen, um diese indirekten Wertelemente, was natürlich entsprechend schwierig ist, bei einer Investitionsrechnung zu beziffern, wie hoch ist die Referenzwirkung, die erwartete zukünftige Referenzwirkung oder wie hoch ist eine erwartete Informationswirkung. Spätestens da sind wir im Bereich der mehr oder minder diskutablen Spekulation. Trotzdem können das sehr wichtige Komponenten sein. Ich will die nicht einfach kleinreden, sondern ich will nur deutlich machen, da ist die Quantifizierbarkeit auch schnell eine Pseudo-Quantifizierbarkeit von Elementen, die ich gar nicht in Euros genau ausdrücken kann. Um Ihnen zu zeigen, welche Entscheidungen denn darauf basieren, nehme ich mal einen Klassiker aus dem Bereich Marketing und Relationship Marketing. Das ist von Peppers und Rogers, die werden uns gleich nochmal begegnen. Die waren so insbesondere bei dieser zweiten Welle, als Customer Relationship Management und Relationship Marketing sehr gehypt wurde, auch in der wissenschaftlichen Literatur. Das war so rund um die Jahrtausendwende sehr stark vertreten. Die Veröffentlichungen von Peppers und Rogers sind damals insbesondere im Marketing sehr rezipiert worden und sehr reflektiert worden. Und aus dem Klassiker von ihnen, dieses Enterprise One-to-One, ist glaube ich erschienen, haben wir angegeben, 97, stammt diese Typologie, die aber ganz beispielhaft ist für ähnliche alternative Typologien, wo es immer darum geht, einen aktuellen Wert eines Kunden zu ermitteln. Das sind die weißen Balken, die Sie sehen.
dann eine Vorstellung zu haben über einen potenziellen, wir sprechen hier von einem strategischen Wert, den der Kunde vielleicht noch einnehmen kann, und das gegenüberzustellen den durchschnittlichen Kosten, die ich habe, wenn ich eine Kundenbeziehung unterhalte, im Durchschnitt über alle Kundenbeziehungen. Das ist dieser rote Balken, der unten quer liegt. Und Sie sehen schon, aus dem Vergleich von aktuellem und potenziellem Wert und der Reflexion gegenüber den durchschnittlichen Kosten für die Pflege einer Kundenbeziehung, kommen Sie unmittelbar zu einer Typologie, dass Sie sofort erkennen, es gibt unterschiedlich wertvolle Kunden. Und das bringen die hier so typisch amerikanisch dann in so Bezeichnungen und Abkürzungen hinein. Sie sehen als erstes die sogenannten Most Valuable Customers, also die ganz links stehen, die MVCs, wo der höchste aktuelle Wert und auch der höchste strategische Wert zu erkennen ist, aber gleichzeitig ist auch zu sehen, da ist nicht mehr viel zusätzlich rauszuholen. Also der aktuelle Wert, der weiße Balken, entspricht schon fast dem schwarzen Wert. Man verkauft schon sehr gut an dieser Kundenbeziehung, die tragen schon vollumfänglich in ihrem Wert zum Erfolg des Unternehmens bei. Die sind auf jeden Fall zu behalten, das ist dann auch die strategische Empfehlung, die hier zu geben sind, Customer to Key, aber mit denen werde ich nicht dramatisch weiter wachsen können. Die zweite Reihe, die wird hier dann auch als Second Tier Customers genannt, die unterschätze ich vielleicht im ersten Blick. Die haben einen deutlich geringeren aktuellen Wert von dem weißen Balken her, aber da steckt noch mehr drin, wenn Sie die Differenz zum potenziellen Wert betrachten, da steckt Wachstumspotenzial drin, und wenn ich etwas intensivieren will und wenn ich irgendwo rein investieren will, dann könnten das die Kunden sein, wo ich das vielleicht am besten abholen kann. Also Customer to Grow, Empfehlung, konzentriere dich auf diese hier, tätige hier Investitionen, versuche dieses ungedeckte Potenzial, dieses unausgeschöpfte Potenzial, was da erkennbar ist oder zu vermuten ist, besser zu heben. Und die ganz klare Beziehung, die Sie wahrscheinlich auch aus jedem Club oder Diskothek, wie wir das früher genannt haben, kennen, den dort ein Türsteher zu treffen hat, ein paar kommen auch nicht rein. Die erscheinen in der Prognose unattraktiv, die passen nicht zum Konzept, die werden nicht genug konsumieren, die stören andere Kunden, die machen eigentlich nur Arbeit und erzeugen mehr Kosten, als sie wahrscheinlich an Nutzen bringen werden. Und das sind hier klare Aussage, Customer to Chat, loswerden. Und es ist auch eine interessante Facette, kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das Marketing hat etliche Studien vorgenommen, wie Unternehmen mit unattraktiven Kunden umgehen und was dort gute Vorgehensweisen sind, wie man Kunden los wird, ohne dass die gleich losrennen und das Unternehmen verunglimpfen und den PR-Schäden anrichten. Und da gibt es eben auch entsprechende Strategien, wie ich Kunden schleichend loswerde, aber sehr zielgerichtet die Kundenbeziehung kappen möchte, weil ich sie als unattraktiv einschätze aufgrund der Daten. So viel zu diesem ersten Punkt, der Einschätzung der Werthaltigkeit von Geschäftsbeziehungen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass solche Entscheidungen auf jeden Fall basieren sollten auf einer Informationsgrundlage, die mir eine Möglichkeit gibt, die Werthaltigkeit von Geschäftsbeziehungen einzuschätzen. Wir werden niemals, glauben Sie, niemanden, jemand, der Ihnen verspricht, das auf einen Euro genau berechnen zu können. Das wäre toll, aber das wird man nicht schaffen. Und warum wir das nicht schaffen, werden wir gleich noch erleben, weil in der Regel die notwendige Informationsgrundlage erstmal geschaffen werden muss. Das ist sehr aufwendig, das ist sehr kompliziert. Und am Ende habe ich immer noch Schlüsselungsproblematiken und Prognoseproblematiken drin. Und da können wir uns dann trefflich darüber streiten, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten der Abwanderung sind, wie viele Euros Zusatzerlöse möglich sind, wie viele Folgetransaktionen getätigt werden. Und wenn Ihnen dann jemand mit Euros und Cent kommt, dann ist das eher eine Pseudogenauigkeit. Also da muss man dann auch vorsichtig sein, wenn das zu genau wird, versucht zu kalkulieren. Allerdings, und das ist die wichtige Botschaft, ich würde immer dafür plädieren, dass jedes Unternehmen versucht, was sich mit CRM-Strategien auseinandersetzt, tatsächlich so weit wie möglich aus den vorhandenen Informationen, und das insbesondere das interne Rechnungswesen zunächst mal gefragt, das so aufzubereiten, um eine verlässliche Einschätzung darüber zu bekommen, dass man die Werthaltigkeit auch auf solchen Maßstäben fußen kann. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Hier geht es jetzt um die Informationsgewinnung für den Kunden. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass das, was wir jetzt im ersten Teil gemacht haben, absolut auf dem basiert und fußt, wie gut meine Informationen sind, die ich eigentlich über den einzelnen Kunden habe. Ich möchte hier die genannten vier Unterpunkte kurz mit Ihnen ansprechen. Einmal das Problem, dass wir nicht eine Quelle von Kundeninformationen haben, sondern in der Regel ganz, ganz viele. Und die sind in der Regel extrem heterogen, extrem verteilt und extrem nicht integriert. Und da muss man erstmal schaffen, diese Barrieren zu überwinden. Dann zeige ich Ihnen die klassische Antwort, die derzeit
von Unternehmen gegeben wird. Die führen nämlich parallel zum bestehenden Informationssystem eher zusätzliche CRM-Systeme hinein. Früher hat man versucht, das zu integrieren in einem Gesamtsystem. Man hat dabei erkannt, dass es zu komplex ist und schafft jetzt lieber redundante Informationsbasen, weil man dann selektiver darauf zugreifen kann, was man verarbeiten will und was nicht. Und es gibt dann typische Architekturen dieser CRM-Informationssysteme, die wir uns kurz angucken werden. Auf dieser Grundlage kann man dann das beschreiben, was ich am Eingang gefordert habe, nämlich so eine kontinuierliche Aufgabe des Monitors, der Entwicklung von Geschäftsbeziehungen. Und das zeigt uns dann nochmal die Komplexität, was ich eigentlich alles schaffen soll, wenn ich diese CRM-Aufgabe umfassend erfüllen will. Und das ist so ein bisschen mal mein abschreckendes Beispiel, diese Aufgabenbereiche ganzheitlicher CRM-Systeme, die einem so ein bisschen auch vor Augen führen sollen, dass die wenigsten Unternehmen das ganzheitlich einführen werden, sondern sich in der Regel auf bestimmte Aspekte konzentrieren werden. Das werden wir ja auch noch mit dem Praxisvertreter von der Allianz diskutieren können, die gerade mittendrin stecken, bei einem Versicherungsunternehmen ein solches CRM-System zu implementieren, wo man eigentlich denken würde, bei Versicherungsleistungen ist doch gut rechenbar, das sind doch sowieso Finanzmathematiker, also wenn einer das berechenbar machen kann, dann doch wohl die Versicherungen. Sie werden überrascht sein, wo die auch abschneiden, wo die sagen, so genau können wir es gar nicht machen, aber trotzdem sind die und die Schritte für uns sinnvoll. Das bereiten wir heute schon mal vor und können dann auch mit Ihnen entsprechend diskutieren. So, steigen wir ein. Quellen der Informationssysteme. Die Porter'sche Wertkette werden Sie kennen, auch aus anderen Veranstaltungen. Und hier ist mal ganz plakativ einfach mit diesem Wattstand deutlich gemacht, wo überall in den primären und sekundären Wertschöpfungsaktivitäten nach Porter überall Informationen anfallen. Und auf der rechten Seite sehen Sie auch die verschiedenen Kontaktpunkte und Quellen, an denen solche Informationen auflaufen. Und ich glaube, das ist nicht weiter überraschend, die stecken überall. Das Rechnungswesen weiß etwas über die Zuverlässigkeit der Zahlungsmoral dieses Kunden, der Vertrieb weiß etwas über das Gemecker bei der Zustellung, der Verkauf weiß etwas über die Anforderungen und die Bedürfnisse, die der Kunde vielleicht geäußert hat. Bei Geschäftsessen mit irgendwelchen Führungspersonen fallen vielleicht persönliche Informationen, wie viele Kinder und welche Vorlieben man bei der Urlaubsreise hat. Also es gibt eine Vielzahl von Informationen, die durchaus relevant sein können, um Geschäftsbeziehungen individuell zu gestalten, aber die sind in der Regel verteilt auf viele Personen, auf viele Aktivitäten und erstmal kunterbunt im Unternehmen zerstreut. Und das ist die erste Herausforderung, sich das einmal vor Augen zu führen und auch hier selektiv abzuschneiden. Welche Informationen benötigen wir und wollen wir systematisch erfassen und mit berücksichtigen und auf welche Informationen verzichten wir, weil der Mehrwert in keinem Verhältnis steht zu dem Aufwand, sie tatsächlich zu erheben und entsprechend in das System einzupflegen. Wir haben das schon in verschiedenen Projekten mal versucht zu konkretisieren und Sie sehen rechts nur eine Auswahl an Aspekten, die dann von jedem Unternehmen unterschiedlich bewertet wird, wie relevant das ist, ob Sie das mit berücksichtigen wollen oder nicht. Fast alle Unternehmen versuchen eine Beziehungshistorie, also ein tatsächliches Festhalten von getätigten Kaufakten durchzuführen. Die meisten versuchen Beschwerden und Meinungsäußerungen zu erreichen. Viele träumen davon, dass sie ihre eigenen internen Daten jetzt ergänzen können über soziale Netzwerke. Das kann funktionieren, da haben wir aktuell Abschlussarbeiten laufen, die versuchen genau diesen Fit herzustellen. Also ein Unternehmen weiß relativ viel aus den Transaktionen mit einzelnen Kunden und versucht das zu ergänzen, um deren Referenzwirkung zum Beispiel auf Facebook und andere soziale Netzwerke. Wie gut gelingt mir das, diesen Link herzustellen? Klingt auf der einen Seite erstmal ganz logisch, dass man das versucht so zu realisieren. Auch hier steckt dann wieder die Tücke im Detail, wie gut ist denn der Fit von den Nicknames, die Leute im sozialen Netzwerk bedienen, zu der eindeutigen Kundennummer, die mein Kunde bei mir seit 15 Jahren durch seine Käufe erworben hat und wie kann ich dann Bewertungen durchführen. Da gibt es interessante Ansätze, aber ein schwieriges Feld und so weiter und so weiter. Also jeden dieser Punkte kann man durchgehen und überlegen, ist das sinnvoll, ist das bei meiner Art von Analyse sinnvoll, das mit einzubeziehen. Und dann habe ich die verschiedenen Quellen, in denen die aufbereitet sind. Und Sie werden erstaunt sein, wie viele von diesen Informationen noch völlig undigital in irgendwelchen Notizzetteln, Filofacts oder sonst irgendwo festgehalten sind. Und wenn digitalisiert, dann sehr verstreut in verschiedenen Kalendern, verschiedenen Subsystemen, verschiedenen Teilsystemen. Und diese Heterogenität und Verstreutheit müssen Sie erstmal auch technisch überwinden. Hat man früher noch geträumt, dass man in ERP-Systeme oder integrierte Informationssysteme, die möglichst viele Aktivitätsbereiche der Unternehmung umfassen, so etwas noch zusätzlich mit integrieren kann,
ist man heute eigentlich davon weg und Sie erkennen in der Praxis den Aufbau, man könnte auf der einen Seite sagen, fast ein bisschen boshaft redundanter Strukturen, auf der anderen Seite aber auch die pragmatische Lösung, dass man diesen Wildwuchs nicht auch noch auf die gesamtintegrierten Lösungen versucht zu übertragen. Und deswegen sehen Sie diese Grobarchitektur von CRM-Systemen, die sich im Laufe der Zeit jetzt herausgemendelt hat und die typischerweise aufbaut auf einem Datenbanksystem, typischerweise ein OLAP-System, wo Sie mehrdimensionale Daten vorhalten können. Und in diesem Kundendatenbanksystem oder hier Neudeutsch Customer Data Warehouse spiegelt man tatsächlich die als relevant erachteten Informationen aus den Primärsystemen, die hier auf der unteren Ebene herunter liegen. Das heißt, ich hole mir aus den Primärsystemen, sei es die ERP-Systeme, Finanzsubsysteme oder Produktionssubsysteme oder Verkaufssubsysteme, die relevanten Informationen raus, aus den Kalendersystemen, aus dem Vertriebssteuerungssystem, die relevanten Informationen zu den einzelnen Kunden hier heraus, versuche sie in diese Kundendatenbank einzustellen und setze dann mit der entsprechenden Analytik auf, um die Fragestellungen, die uns beim CRM interessieren, adressieren zu können. Also, diese Kundendatenbank, die Sie hier sehen, ist eine redundante Datenbank. Das sind in der Regel nicht die Primärdaten, nicht die Echtdaten aus dem System, sondern werden aus dem System heraus gespiegelt und dann in diesem System weiterverarbeitet. Und hieraus ergeben sich dann auch verschiedene Teilaufgaben des CRM, die Sie so in der Literatur auch wiederfinden. Und all diese Teilaufgaben versuchen eben diesen Fit herzustellen, dass wir auf der einen Seite das Backoffice haben, also all die im Hintergrund stattfindenden Prozesse und Teilsysteme, auf der anderen Seite das Front Office, dort wo der Kundenkontakt tatsächlich passiert, von dem aus einmal Informationen ins Unternehmen hineinfließen. Das sollen auch die entsprechenden Pfeile verdeutlichen, also Informationen, die ich über den Kunden erlange, in den einzelnen Kundengesprächen, in den tatsächlich persönlichen Gesprächen, bei Beschwerden, bei Bestellungen, im Callcenter, online, in persönlichen Treffen, wie das auch immer anfällt. Und ich muss das auch gleichzeitig wieder zurückspielen, damit auch das Verhalten meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Kundenkontakten gegenüber dem Kunden genau der Strategie und der Zielsetzung entspricht, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die Teilaufgaben, die sich daraus für das CRM ergeben, werden so in der Literatur immer eingegrenzt. Auf der einen Seite das sogenannte analytische CRM, bedeutet erstmal die relevanten Daten identifizieren, die relevanten Daten in einer typischerweise Datenbank zusammenführen, meistens mehrdimensionale Datenbanken und dann mit entsprechender Analytik, wir werden gleich noch auf so Sachen wie Data Mining und so weiter eingehen, versuchen zu verstehen, was ich dort sehe in Bezug auf CRM und die Möglichkeit, Kundenbeziehungen differenziert zu behandeln. Wir haben das dann Teilaufgaben, die das ermöglichen oder die Anbindung deutlich machen, die häufig als operatives CRM bezeichnet werden. Da geht es um die Erfüllung der Hausaufgaben, diese Informationen aufzubereiten, abzugreifen und die entsprechenden Schnittstellen zu gestalten. Wir haben dann das sogenannte strategische CRM, wo es darum geht, die Ergebnisse aus dem analytischen CRM in Entscheidungen umzusetzen. Denken Sie gerade an Peppers und Rogers und so einer vereinfachten Typologie, mit welchen Kunden will ich zukünftig weiterarbeiten, in welche Kundengruppe investiere ich und von welcher Kundengruppe will ich mich trennen und wie schaffe ich es dann, mich einerseits zu trennen und bei den anderen eben entsprechend die Potenziale zu erheben. Das sind typische Entscheidungen des strategischen CRM und wenn diese Entscheidungen getroffen sind, leite ich eine entsprechende Strategie ab, wie ich das erreichen kann und das könnte dann als kommunikatives CRM bezeichnet werden, was Vorgaben gibt, wie an den einzelnen Kontaktpunkten mit dem Kunden zu verfahren ist. Und Sie werden es selber kennen, wenn Sie an einem Callcenter anrufen, Ihre entsprechende Maske aufgerufen wird, wird der Callcenter Agent oder die Agentin schon gesteuert über diese Maske, welche Konditionen bekommen Sie, zu welcher Kundengruppe gehören Sie, wie sind Sie zu bedienen und so weiter. Das sind genau diese Elemente des kommunikativen CRM, dass an dem Kontaktpunkt, in dem Augenblick, wo Sie den Kontakt zum Unternehmen haben, die Entscheidung umgesetzt wird in Vorgaben, Verhandlungsweisen der verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Erfüllung dieser Aufgaben gibt es zunehmend mehr Möglichkeiten. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Schlagwörter eingefügt, die wir auch gleich abholen werden, über die man alleine einzelne Veranstaltungen machen könnte. Die kollaborativen Filter werden wir uns noch ausführlicher angehen. Auf Data Mining gehe ich auch noch ein, wie man das in dem Zusammenhang verwenden kann. Eine große Herausforderung, die ich nur streifen kann, die Sie bei den anderen Themenzusammenhängen schon erlebt haben, ist die Anwendungsintegration.
wie gesagt, hier die Verabschiedung davon, ein voll integriertes System zu bauen, eher eine redundante Datenbank, auf die ich dann meine CRM-Anwendung aufsetze, aber trotzdem muss die ja Schnittstellen haben, um eben die Echtdaten aus dem Primärsystem zu entnehmen und andererseits wieder einzuspielen an das Frontend, da wo die Kundenkontakte tatsächlich stattfinden. Also Integrationsherausforderungen habe ich immer und an den verschiedenen Kontaktpunkten verschiedene Möglichkeiten der Datenanalyse. Ich habe nur beispielhaft mal die Logfallanalyse genannt. Da gibt es aber zig weitere Techniken und Konzepte, wie ich diese Analyse realisieren kann. Jetzt komme ich zu dem Punkt Nutzen von Kundendaten. Wenn ich es also geschafft habe, in systematischer Art und Weise Informationen über den Kunden aufzunehmen, dann beginnt dieser permanente Steuerungskreislauf, von dem ich gerade gesprochen habe bei der Zielsetzung eingangs. Den muss ich realisieren und das klingt hier relativ einfach. Ich werde aber gleich bei diesen Aufgabenbereichen nochmal warnend den Zeigefinger erheben, wie komplex diese Aufgabe dann doch ist. Das Grundziel ist dieses permanente Geschäftsbeziehungskontrolling. Also nicht nur einmalig eine Einschätzung nach Devers und Rogers oder nach einer anderen Typologie vorzunehmen und zu sagen, diese Kunden sind mir wichtig, die sind unwichtig, sondern kontinuierlich zu überprüfen, entspricht und verändert und entwickelt sich die Geschäftsbeziehung so, wie ich die Ziele gesetzt habe, oder gibt es Abweichungen, wo liegen die Gründe der Abweichung und vielleicht muss ich das auch revidieren. Vielleicht ist der Kunde gar nicht so attraktiv, wie ich das ursprünglich eingeschätzt habe, oder vielleicht muss ich gegensteuern. Und genau das ist Gegenstand dieser permanenten Monitoring- und Controlling-Aufgabe, die ja immer aus einem Kreislauf besteht, Identifikation und Analyse von verschiedenen Kundengruppen und entsprechenden Analysen der verschiedenen Kundentypen und eventuell zu bildenden Segmente. Dann eine Selektion, wie ich mit den verschiedenen Kundentypen umgehen will und welche Maßnahmen ich dementsprechend ergreifen will, dann die Durchführung dieser Maßnahme, die individuelle Gestaltung als Block unten rechts und dann wieder die Identifikation bei den nächsten Transaktionen, hat das so funktioniert wie gedacht, gibt es eine Abweichung gegenüber der ursprünglichen Planung, wo liegen die Ursachen für diese Abweichung und ein permanentes Durchlaufen dieses Steuerungskreislaufes. Wir werden gleich noch ein schönes Bild von Peppers und Rogers aufgreifen, die sogenannte Learning Relationship. Und da werden wir das nochmal mit verbinden. Das ist jetzt mehr die interne Aufgabe der permanenten Überwachung, ob meine Einschätzungen in Bezug auf den Kunden die richtige sind. Bei den Learning Relationships werden wir noch erleben, dass ich auch sukzessive und systematisch zusätzliche Kundeninformationen in dieses Monitoring mit einbeziehen kann. Dass ich sehr zielgerichtet versuche, insbesondere über die vermutlich attraktiven Kunden, immer mehr zu verstehen und diese Datenbasis, auf der diese Entscheidung basiert, kontinuierlich ausbauen zu können. Behalten Sie das mal im Hinterkopf, wir kommen da gleich nochmal an diesen Punkt. Das sieht erstmal einfach aus. Also so einen Steuerungskreislauf aufzusetzen und in diesem Steuerungskreislauf kontinuierlich die Entwicklung von Beziehungen zu überwachen, ist eine vermeintlich einfache Aufgabe. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal mit einer sich sukzessiv aufbauenden Abbildung eine Anmutung davon, wie kompliziert in Wirklichkeit dieses Verhältnis ist und warum wir dann auch erleben, dass nicht nur Allianz, die wir dann als Vortragende hier haben, sondern viele Unternehmen sich auf dem Weg entscheiden, puh, ganz schaffen wir es nicht, aber wir gehen zumindest in Teilbereiche des CRMs hinein und implementieren zumindest wichtige Teilaufgaben. Also, eigentlich ist es doch relativ einfach. Ich habe die Herausforderung im operativen CRM oder hier GPZM, Geschäftsbeziehungsmanagement, Daten zu gewinnen an den verschiedenen Stellen, wo sie anfallen. Es können Kundendaten direkt an Kontaktpunkten sein, es können Daten sein, die während Prozessen anfallen. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, die Häufigkeit und Nervigkeit eines Kunden im Callcenter. Könnte ich versuchen zu erfassen und aus diesem Prozess heraus zu eruieren, wie verhält sich der Kunde dort, welchem Typus entspricht das und was habe ich für Erfahrungen mit solchen Typen von Kunden. Das Ganze versuche ich typischerweise, und da ist die Praxis eingeknickt gegenüber dem ursprünglichen Ziel der vollständigen Integration, in einem zusätzlich aufgebauten, insofern redundanten Datenbanksystem, Data Warehouse, Customer Data Warehouse System, zu sammeln. Hierauf habe ich dann eine Sammlung von sehr unterschiedlichen Daten, die ich zu Informationen und entscheidungsrelevanten Informationen versuchen kann zu verdichten. Ich habe Kundenhistorien, direkt kundenbezogene Daten, ich kann das verdichten zu Typenbildungen, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Und ich werde daraufhin Entscheidungen treffen und Analysen durchführen. Das ist dann der Bestandteil hier oben des analytischen oder strategischen Geschäftsbeziehungsmanagements,
wo ich mir eine Vorstellung mache, über welche Kundentypen verfüge ich eigentlich, welche sind für mich die wichtigen und welche möchte ich mit welchen Maßnahmen wie bedienen. Diese Entscheidung treffe ich. Die Konsequenz der Entscheidung muss ich dann auch umsetzen, also tatsächlich aus diesen Daten heraus Entscheidungen treffen, die dann wieder gesteuert werden müssen an die einzelnen Kontaktpunkte und Prozesse, da wo tatsächlich der Kundenkontakt stattfindet und der Kunde erlebt, wie seine Geschäftsbeziehung von Anbieterseite her gelebt wird. Das klingt ja erstmal relativ simpel, aber ich hoffe, dass jetzt schon deutlich geworden ist, dass es eine sehr umfassende Aufgabe und wenn man sich ihr stellt, auch eine sehr durchaus kostspielige Aufgabe, die man dann im Verhältnis dazu sehen muss, welchen Zweck und welchen Mehrwert sie eigentlich erfüllt. Ich komme jetzt zum dritten Punkt. Das sind die neueren Ansätze zur Individualisierung. Ohne IT war das grundsätzliche Schema standardisiert gleich günstig, individualisiert gleich teuer. Hohe Mehraufwendungen für die Individualisierung von Leistungen. Das stimmt bedingt. In der Abwägung, der ökonomischen Abwägung, bleibt der Grundsatz erstmal richtig abzuwägen, ob die Mehraufwendungen für CRM tatsächlich positiven Nutzeneffekt gegenübersteht, der das Ganze rechtfertigt. Aus der Abwägung kommen wir überhaupt nicht heraus. Was sich aber sehr wohl verändert hat, sind die technischen Möglichkeiten, diese Individualisierung auch durchzuführen. Und man bekommt heute schon für relativ wenig, relativ viel in der Individualisierung. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal an ein paar konkreten Beispielen deutlich machen und Ihnen damit aber auch so ein Gefühl dafür geben, wie mächtig die IT mittlerweile ist in solchen Auswerten, Nutzen von Datenbeständen und was dann eigentlich noch Leistung und Gegenleistung ist. Das erste, woran man hier denken muss, ist grundsätzlich der Bereich Data Mining. Beim Data Mining, und das gilt erstmal zunächst generell fürs Data Mining, brauche ich eigentlich noch keine starke Hypothese über das, was ich vermute. Ich selber war 3 Jahre bei Tengelmann im Einzelhandel, habe dann bei der Unternehmensentwicklung, war auf verschiedenen Projekten der Unternehmensentwicklung und Tengelmann hat damals geleakt die Bon-Analyse, weil sie hatten den Abverkauf endlich digitalisiert und hatten die Möglichkeit zu erfassen an den Kassen, welche Artikel in welchem Kaufakt zusammengekauft werden. Das ist nur eine Spielart und ein Teilausschnitt des CRMs. Man hatte keine Möglichkeit zu erfassen, wer kauft da eigentlich. Man konnte nicht über verschiedene Transaktionen hinweg nachverfolgen, wie viel kauft der Herr Gerstitz, in welcher Filiale und wo auf welche Maßnahmen reagiert er. Das waren anonyme Bons, da standen noch keine Personen dahinter. Die Zeit der Kundenkarten und der Kundenpunkte, über die man versucht, sie eben zu personalisieren an der Kasse und damit differenzierter tatsächlich einzelnen Personen das Verhalten zuordnen zu können, die kamen in den Jahren danach. Bei mir war das so 97 bis 99, dass wir diese Projekte dort durchgeführt haben. Aber immerhin, man hatte einen extrem schnell wachsenden Datenbestand an digitalisierter Erfassung der Abverkäufe. Und man hatte zunächst mal gar keine Ahnung, was man dort vermuten sollte. Man hat dann aber mit Statistik, und das ist gar kein Hexenwerk, sondern einfache statistische Methodik, mal versucht, eine Vorstellung zu bekommen, gibt es da Ähnlichkeiten, gibt es da Abhängigkeiten, korrespondiert da etwas miteinander und ist dann auf so Rätsel gekommen, wo man lange und vortrefflich auch bei einem Glas Bier oder Glas Wein darüber diskutieren kann, aber die man dann irgendwann auch intellektuell nicht mehr aufgelöst hat. Also zum Beispiel das Rätsel, warum immer Windeln und Bier zusammen verkauft werden. Man konnte auf diesen Bons einfach erkennen, mache ich eine Bierwerbung, dann werden Windeln verkauft. Mache ich eine Windelwerbung, dann wird Bier verkauft. Da können wir uns lange darüber unterhalten. Sie können alle Ihre Rollenbilder austoben. Der Männer, die einkaufen gehen müssen, der Frauen, die was mitbringen müssen, alles möglich. Wir sind nie dahinter gekommen, der ist auch versucht, mit qualitativer Marktforschung dann nochmal zu erhärten. Wo liegt denn da der Grund? Es ist egal. Am Ende ist es dem Händler egal, weil er wird einen Rückschluss daraus ziehen. Er wird niemals beides günstig anbieten. Er wird immer auf die Quersubventionierung setzen und entweder die Windeln günstig machen und das Bier teuer halten oder das Bier günstig machen und die Windeln teuer machen. Es wird ja eh beides zusammengekauft. Also können Sie den Deckungsbeitrag von dem anderen Produkt mitnehmen und quersubventionieren, wenn Sie bei dem anderen Produkt ein günstiges Angebot machen. Es geht nicht immer um Kausalität. Manchmal geht es beim Data Mining auch einfach ums Erkennen einer solchen Struktur. Und wenn das dann belastbar wird, dann nutze ich es aus für Entscheidungen. Und je mehr Informationen wir bekommen und je mehr wir verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren, desto besser und differenzierter kann man diese Entscheidungen treffen. Wie gesagt, das war damals aus heutiger Zeit Analytik-Steinzeit.
Wir hatten nur die Abverkaufsdaten, anonyme Form von Bonds, was wird zusammen gekauft, aber immerhin, man konnte Entscheidungen dazu treffen. Und wenn Sie noch heute die sogenannten Schweinebauchanzeigen in den Tageszeitungen sehen, basiert ganz, ganz viel auf den Erkenntnissen über die Zusammenhänge, welche Produkte werden typischerweise miteinander gekauft, was bepreise ich günstig und wo kann ich relativ sicher sein, dass wenn ich den Durchschnittswocheneinkauf eines Kunden in meinen Laden bekomme, was halte ich auf jeden Fall teuer, weil damit werde ich wieder quersubventionieren und den Durchschnittsdeckungsbeitrag dieses Einkaufes im Durchschnitt einigermaßen hochhalten. Und genau die gleiche Logik kann ich eben auch auf die Geschäftsbeziehungen anwenden. Und das ist vor allen Dingen erstmal die Aufgabe des Data Mining. Erfassen von Daten, Sammeln von Datenbeständen und dann der Versuch, in diesen Daten Zusammenhängen Strukturen zu erkennen. Und das Data Mining und die entsprechenden Tools ermöglichen mir, solche Zusammenhänge zu identifizieren, auch wenn ich noch keine harten Hypothesen darüber habe, sondern tatsächlich über statistische Verfahren diese Strukturen erstmal versuche zu erkennen. Das Ergebnis kann dann sein, dass ich, denken Sie an Windeln und Bier, einen Zusammenhang erkenne, wo ich aber gar keine Kausalität dahinter bekomme. Wir Wissenschaftler mögen es natürlich mehr. Seit ich wieder die Seiten gewechselt habe, interessiert mich das Phänomen dann natürlich eher mit bestimmten Modellen und Kausalmodellen, warum denn das Kaufverhalten jetzt so ist und wie man das dann interpretieren kann. Dem Händler kann es erstmal egal sein. Solange das belastbar genug ist, diese Struktur, kann er darauf Entscheidungen basieren und entsprechende Preisentscheidungen über diese Warenkategorien treffen. Und das Data Mining ermöglicht mir mit verschiedener Methodik, ich kann hier nur einen Überblick geben und verweise da unter anderem auch auf die Veröffentlichung von Schamoni, der ja auch in anderen Themengebieten hier im Rahmen der Vorlesung schon in Erscheinung getreten ist. Die haben das sehr schön aufbereitet, diese Methoden des Data Mining nochmal gegenübergestellt, was ich da eigentlich alles für Fragestellungen adressieren kann mit dieser Methodik, um entsprechende Auswertungen vornehmen zu können. Und wenn Sie sich das Menübuch der Methodik angucken, also die Korrelationsanalysen, Regressionsanalysen und so weiter, sehen Sie, das ist gar kein Hexenwerk, das ist normale Statistik auf einem großen Datensatz angewendet, um bestimmte Strukturen und Zusammenhänge zu erkennen. Das ist mal Punkt 1, das ist der große Vorteil, wenn ich, und daher kommen dann auch so Schlagwörter, wie aktuell diskutiert werden, Big Data, wenn es mir gelingt, an den verschiedenen Punkten entsprechende Informationen zu sammeln, kann ich versuchen, diese Mechanik in Anschlag zu bringen und hier bestimmte Strukturen und Zusammenhänge zu erkennen. Etwas differenzierter, und jetzt steige ich mal in Konzepte ein, die sich stärker beziehen auf das, was das CRM anbietet, sind dann solche Vorstellungen, wo ich ganz systematisch versuche, diese Informationssammlung für einen bestimmten Zweck durchzuführen. Und hier hatte ich schon darauf hingewiesen, Sie sollten es sich merken, den Hinweis auf die sogenannten Learning Relationships, ein Konzept von Peppers und Rogers, in der gleichen Veröffentlichung, auch diesem Enterprise One-to-One 1997 geträumt, was damals als Spinnerei abgetan wurde. Sie können sich wahrscheinlich nicht daran erinnern oder haben damals den Kontext anders wahrgenommen. 1997, Steinzeit des Internets, keine Online-Shops, kein E-Commerce. Wenn da jemand darüber fabuliert, dass man mit jeder Transaktion differenziert versucht, Informationen über den Kunden aufzugreifen, in einer Datenbank abzulegen, bei der nächsten Transaktion aus diesen Erfahrungen heraus systematisch zu lernen, um in der nächsten Transaktion etwas anzubieten, was schon stärker den Bedürfnissen des Kunden entspricht, dann hat jeder gesagt, oh Gott, was für Spinner. Das ging so rasend schnell, dass sie heute alle Teil und Gegenstand dieser Learning Relationships sind, dass das für sie praktisch zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind. Ich habe Ihnen hier mal die Mutter der kollaborativen Filter mitgebracht. Das ist nämlich Spinner.com. Spinner.com war ein Startup im Internet, was 1997, 98 diese Idee der Learning Relationships auf Musik angewendet hat und extrem erfolgreich, das müssen wir jetzt relativieren vor heutigen Zahlen, für damalige Verhältnisse extrem erfolgreich, das Internetradio platziert hat. Wenn Sie das mit heutigen Last.fm vergleichen oder Streaming-Diensten wie Spotify, war das lächerlich, was die dort angeboten haben. Die Grundidee ist aber genau das, was heute in viel breiterer Realisierung vorhanden ist. Also, das ist original das Bild von Spinner.com, wenn Sie die Seite aufgerufen haben damals. Die ist übrigens 99 von AOL gekauft worden. Viel zu teuer, AOL wollte die Technologie haben
und hat geglaubt an die Zukunft des Internetradios à la spinner.com. Das ging rasend schnell, dass wir von Wettbewerbern überholt wurden. Also diese Mutter der kollaborativen Filter existiert heute in der Form nicht mehr, hat aber in dieser Phase wirklich eine Vorreiterstellung. Also sie konnten sich aus verschiedenen Gestaltungsalternativen ihr Radio aussuchen, also die Anmutung, die sie dann dort auf ihrem Desktop gesehen haben. Man hat ihnen dann angeboten, das, was sie heute schon gewohnt sind, aber wir müssen jetzt zurückversetzen, 97, 98 war das wahrlich innovativ, über 350.000 Musikstücke, das ist heute lächerlich, 350.000 Musikstücke haben sie vermutlich nicht ganz auf ihrem Telefon, aber vermutlich in ihrer privaten Sammlung. Ein Spotify bietet ihnen heute den Zugang zu einer zweistelligen Millionenanzahl von Musikstücken, nicht über 350.000. Damals war das viel. Sie konnten Voreinstellungen vornehmen, welche Musikrichtung sie interessiert, also ob sie eher auf Reggae oder eher auf Rock oder eher auf Klassik stehen. Und dieses Radio hat dann einfach Musik, das macht es zum Radio, ohne ihren Einfluss abzuspielen. Und sie konnten, wenn sie wollten, eine Bewertung vornehmen, ob ihnen dieses Musikstück gefällt oder nicht, was sie heute eben von Spotify und Last.fm genauso kennen. Und was passiert im Hintergrund? Man hat Ähnlichkeitsgruppen gebildet. Man hat also Personengruppen gebildet mit einem ähnlichen Musikgeschmack. Und sie haben als nächstes Musikstück für sie überraschend eingespielt bekommen, was Personen mit einem ähnlichen Musikgeschmack wie sie vorher schon erfahren haben und als gut bewertet haben. Und wenn man sich darauf einlässt und dieses Rating konsequent durchzieht und die Fallzahl groß genug wird, dann haben sie das Erlebnis, dass dieses Radioangebot immer attraktiver wird. Also subjektiv gesehen, weil die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass das nächste eingespielte Musikstück von Personen, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben wie Sie, schon mal positiv bewertet worden ist, als es bei denen abgespielt worden ist. Was tatsächlich dazu führt, dass Sie eine Individualisierung bekommen, das System lernt Ihren Musikgeschmack und Ihr Rating und Ihr Verhalten, ob Sie auch weiter tippen oder ob Sie sich die Musik komplett anhören, kennen, verbindet das mit der Bildung von Ähnlichkeitsgruppen, die über einen ähnlichen Rating und ein ähnliches Nutzungsverhalten verfügen und leitet daraus die Empfehlung ab, was als nächstes bei Ihnen gespielt wird und individualisiert das Radioprogramm, was ja eigentlich für alle gleich ist im klassischen Radio, hier auf Ihre Bedürfnisse und auf Ihren Musikgeschmack. Und das war revolutionär. Das war die erste Umsetzung solcher kollaborativen Filter in ganz konkrete Leistungsangebote. 97, 98. Das Prinzip des kollaborativen Filters hier nochmal von Zerdik, Picot und Co. in einem schönen Diagramm dargestellt, ist damit, glaube ich, ziemlich klar. Der Käufer wählt aus einem Angebot aus, was ihm in einem Augenblick zur Verfügung gestellt wird. Aus diesem Wahlverhalten wird ein Präferenz- und Kaufmuster erstellt, was der Anbieter analysieren kann. Ich werde darüber Ähnlichkeitsprofile bilden als Anbieter, um zu verstehen, welche Kundengruppen ähnliche Bedürfnisse und Meinungsäußerungen bilden. Ich werde auf diese verschiedenen Kundengruppen eine Entscheidung treffen, ob ich differenzierte Angebote zur Verfügung stelle und werde diese differenzierten Angebote wieder zuspielen und von Transaktion zu Transaktion lerne ich mehr über die Präferenzen und Bedürfnisse dieser Kunden. Im Rahmen unserer verschiedenen Forschungsprojekte beschäftigen wir uns eben mit technologiegetriebener Veränderung und der Mächtigkeit von der Bildung solcher Präferenzgruppen und Ähnlichkeitsprofile. Und heute ist das längst klar, dass ich werde Ihnen gleich auch noch Beispiele zeigen, das ist aber auch nicht mehr weiter überraschend. Also Sie erleben das heute unter anderem bei Last.fm, Sie erleben das bei Spotify, Sie erleben das bei, wie wir auch gleich noch sehen werden, einer Amazon, die entsprechende Kaufempfehlung abgeben. Das ist eine Frage, wie viel Sie ihn überhaupt noch bewusst davon spüren lassen oder wie viel im Hintergrund stattfindet. Es ist weniger die Frage, ob man das als Anbieter einsetzt, sondern wie weit es man treibt, die Übertragbarkeit dieser Ähnlichkeitsmuster durchzuführen. Und damit sind wir wieder bei Big Data und der Möglichkeit, die wir im Data Mining haben. Also wir hatten hier Diskussionen über die Finanzierung von Musik, über das Aufnehmen von Kundenpräferenzen und das Angebot von Streamingleistungen, wo ich einfach Zusammenhänge auch auf das Kaufverhalten von anderen Produktkategorien ableiten kann. Also banal gesprochen, Jazzliebhaber kaufen Apple weiße Designermöbel. Sehr platt gesprochen. Wenn ich den Zusammenhang wieder statistisch signifikant erhärten kann, kann ich Ihnen die Musik schenken, wenn Sie mir erlauben, Ihren Musikgeschmack zu erheben, weil ich aus dem Ableitungen darüber vornehmen kann, wofür Sie affin sind.
Und wenn ich das mit einer genügend großen Fallzahl machen kann und vielleicht auch noch mit lokalen und regionalen Verhaltensmustern kombinieren kann, wissen Sie, warum wir da auch einer bestimmten Bewegung gegenüberstehen, möglichst viel an verschiedenen Daten abzugreifen und diese in Beziehung zueinander setzen zu können. Da steckt einfach verflucht viel Musik hinter, diese statistische Maschinerie in Anschlag zu bringen und hierfür zu nutzen. Wie gesagt, das, was bei Spinner.com damals begonnen wurde, ist heute selbstverständlicher Bestandteil von Last.fm und Spotify. Anbieter wie Amazon nutzen das zum Teil und lassen sie es spüren. Sie sind es gewohnt, dass wenn sie ein Produkt bei Amazon aufrufen oder auch bei einem anderen Versandhändler, dann schon kommen Kunden, die das gekauft haben, haben sich auch dafür interessiert. Das ist die Spitze des Eisberges. Das ist eine bewusste Entscheidung des Anbieters, sie ein Stück weit daran teilhaben zu lassen und daraus eine Empfehlung abzuleiten. Die Vorteile, die durch einen solchen kollaborativen Filter ermöglicht werden, sind, glaube ich, auf der Hand liegend. Es geht relativ einfach, aus dem Verhalten und aus den Präferenzen des Kundens eine Ähnlichkeitsgruppenbildung vorzunehmen, aus der Ähnlichkeitsgruppenbildung eine Analyse zu fahren, was typische Durchschnittsbedürfnisse sind. Dieses System ist selbstadaptierend. Mit jeder Transaktion, mit jeder Informationsaufnahme kann ich die Datenbasis erweitern, auf der ich diese Entscheidung basieren kann. Ich kann sehr bewusst auch Überraschungen einbauen. Also es muss ja nicht so sein, dass ich dieses, bleiben wir mal bei dem Beispiel Internetradio, immer nur in eine Richtung entwickeln lasse, wo ich keine Überraschung einspiele. Ich kann ja auch ausprobieren und dann an Gruppen lernen, wie diese Überraschung funktioniert, wenn ich bisher noch nicht getestete Musik hineinwerfe und erkenne, das kommt gut an oder kommt schlecht an, dann brauche ich das Experiment nur bei wenigen Kunden machen, kann es relativ schnell auf viele multiplizieren, wenn es dann doch erfolgreich war. Also auch den Wert und den Überraschungseffekt von Überraschungen kann ich eindeutiger eingrenzen und dann auch viel bewusster setzen. Ich muss eigentlich über den einzelnen Kunden individuell tatsächlich gar nichts wissen. Ich muss es mir nur möglich machen, seine Verhaltensdaten und entsprechenden Verhaltensweisen zu erfassen. Und es gibt mittlerweile ein breites Angebot, auch in der Literatur, das auch mit formaler Methodik relativ gut abbilden zu können, wie ich diese Bildung von Ähnlichkeitsgruppen über kollaborative Filter durchführen kann. Das ist also insofern eine mittlerweile recht etablierte Vorgehensweise, die diesen alten Zusammenhang, dass Individualisierung immer so aufwendig ist, doch ein Stück weit untergräbt oder zumindest relativiert, dass es doch mit relativ einfachen Mitteln fast automatisiert bei Produkten, wo sich das eignet, gelingen kann. Für die Marketingleute ist ein alter Traum in Erfüllung gegangen. Und deswegen leben auch diese Ottos dieser Welt, geht jetzt nicht nur um Otto speziell, auch die Versicherungsanbieter lieben diese Instrumente, weil sie ja schon immer davon geträumt haben, dem Kunden bei der Entscheidung und den wirklichen Entscheidungsprozessen rund um das Kaufverhalten in die Schulter gucken zu können. Das konnte man aber in der Welt der Kataloge und in der Welt von irgendwelchen gedruckten Broschüren nicht. Da war man in dem Augenblick der Information, der Überlegung, des Ausprobierens, des nochmal hin und her Abwägens nicht dabei, sondern hat irgendeinen Kontaktpunkt, eine Bestellung erlebt. Dass man jetzt dabei ist, dass der Kunde, dass man ihm zugucken kann, also im digitalen Sinne zugucken kann, wie er sich auf den Online-Seiten verhält, welche Präferenzen er äußert, wie er auf einzelne Aktionen direkt oder indirekt reagiert, ist ein uralter Traum. Und ich kann jetzt endlich näher heranrücken an den Zeitpunkt der Entscheidung und all diese Marktforschungsinstrumentarien, die ich vorher auf relativ wackeligen Beinen, nämlich abgeleiteten Merkmalen, die vielleicht in keinem unmittelbaren Zusammenhang zu kaufrelevanten Faktoren und zu Präferenzen standen, jetzt viel dichter an diese wirklich kaufrelevanten Elemente heranbekommen. Wunderbar. Das ist tatsächlich die Realisierung des alten Marketing-Traums und von daher wird das sehr begierig und aktiv aufgegriffen. Ein Problem, ich fasse das gleich nochmal zusammen, Vor- und Nachteile von kollaborativen Filtern, aber ein Problem, was ich jetzt am Rande schon mit adressiert habe, war es,
natürlich auch, oder ist es für manche Anbieter immer noch, den Neukunden überhaupt einzuschätzen. Also es kann ja interessant sein, dass ich eine lange Kundenhistorie mit verschiedenen Kunden habe, dann kommen aber Kunden, die ich über irgendwelche Maßnahmen akquiriert habe, zum ersten Mal in mein Geschäft oder in meinem Shop vorbei. Und wie kann ich jetzt eine Einschätzung darüber treffen? Erinnern Sie sich an dieses Prognoseproblem, wie viele Folgetransaktionen, mit welcher Wertigkeit kann ich denn von diesem Kunden erwarten? Und auch dabei können mir kollaborative Filter helfen. Und genau das ist eigentlich der Effekt, der von vielen Anbietern, auch Amazon, auch Otto, aber auch vielen anderen Anbietern genutzt wird. Nämlich dieses Prognoseproblem etwas statistisch besser zu fundieren. Und auch dabei hilft mir die Bildung von diesen Ähnlichkeitsgruppen. Man versucht nämlich zu erfassen, wie sich Kunden verhalten, die ein typisches Interaktionsmuster zu Beginn einer Beziehung haben, wie die sich dann weiterentwickeln. Und wenn ich hier aus wenigen Interaktionspunkten, aus wenigen Kontaktpunkten statistisch belastbare Informationen darüber habe, zu welcher Gruppe sie ähnlich sind, die sich dann typischerweise danach mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in die eine oder andere Richtung entwickelt habe, ist das immer noch eindeutig besser. Vielleicht nicht kausal belastbar, aber eindeutig besser, als wenn das so reine Vermutungen sind des Türstehers in Bezug auf Kleidung, Aussehen oder sonstige Faktoren, nach denen er das gemacht hat. Also aus den ersten Interaktionspunkten Korrelationen zu ziehen auf die Zugehörigkeit einer bestimmten Ähnlichkeitsgruppe. Über diese Mitglieder, andere Mitglieder dieser Ähnlichkeitsgruppe habe ich vielleicht längere Erfahrungen über mehr Folgetransaktionen. Und eine relativ schnelle Hypothesenbildung, Kunden, die die Kundenbeziehung so angefangen haben, die über diesen Kanal gekommen sind, die am Anfang dieses Interaktionsmuster gezeigt haben, werden typischerweise sich in Zukunft wie folgt weiterentwickeln. Sie werden bei der einzelnen Kundenbeziehung regelmäßig daneben liegen. Im statistischen Durchschnitt ist die Prognose mal deutlich besser, als wenn Sie nicht versuchen, diese Ähnlichkeit in diesen Entwicklungsmustern zu erkennen. Und so ist gerade dieser kollaborative Filter zu einem sehr beliebten Instrumentarium geworden, um sie relativ schnell einer Kundengruppe zuzuordnen. Und deswegen erleben Sie auch bei vielen Angeboten, und das können Sie einfach mal praktisch ausprobieren, indem Sie einfach zu zweit und zu dritt neben drei Rechnern sitzen und die ersten zwei, drei Interaktionen mit einem Anbieter, mit einer Webseite machen. Sie werden relativ schnell erleben, dass sich die Webseiten unterschiedlich entwickeln. Und das ist dann eben schon klarer Bestandteil, dass unterschiedliche Prognosen abgegeben werden, wie attraktiv sie als Kunde sind, unterschiedliche Konditionen, unterschiedliche Warengruppen werden angeboten und es passiert ein Individualisierungsprozess, den sie nebeneinander stellen können. Und auch das ist eine Nutzungsmöglichkeit der kollaborativen Filter, die der Kunde in der Regel auch gar nicht mitgeteilt bekommt. Ich meine, was soll der Anbieter ihm noch sagen? Ich behandle sie jetzt anders als XY? Nee, das tut er einfach und glaubt dann und überprüft kontinuierlich seine Hypothese der Zuordnung auf diese Gruppen und wird wieder dann entsprechend agieren. Herausforderungen, mit denen ich dann umgehen muss, also bis jetzt habe ich das Instrumentarium der kollaborativen Filter ja ziemlich gelobt. Da gibt es aber auch ein paar Krücken und ein paar Aspekte, die man beachten muss. Ich habe natürlich ein Kaltstartproblem. Also Kaltstartproblem, wenn ich wenige Informationen habe, sowohl über meine Basis insgesamt und auch über die installierte Basis aller Kunden, als auch über den einzelnen Kunden, dann funktioniert es statistisch einfach schlecht. Ich brauche mehrere Beobachtungspunkte und mit der Anzahl von Merkmalen und der Anzahl von Beobachtungspunkten steigt in der Regel die Prognosegenauigkeit, indem ich solche Zuordnungen vornehmen kann. Das heißt, am Anfang stehe ich davor, dass ich noch wenig verlässliche Zusammenhänge habe und mir einfach auch die statistischen Verfahren nur bedingte Zusammenhänge aufzeigen können. Klassisches Kaltstartproblem. Ich kann auch ein Problem der Spärlichkeit haben. Dieses Problem der Spärlichkeit bezeichnet insbesondere Kategorien, wo es viele, viele Produkte gibt und viele Einzelitems. Also denken Sie an die Musik und Spotify und 10 Millionen Titel, die dort abspielbar sind. Selbst wenn jetzt 5 Millionen Kunden eifrig raten, bis sie bei jedem Musikstück dann 100 oder 200 Bewertungen von 100 Personen haben, das dauert eine Weile. Und da werden dann Randprodukte oder Randitems einfach zu selten bewertet, als dass sie darüber auch statistisch signifikante Aussagen der Zuordnung wieder treffen können. Also sie haben nicht nur das Problem der Spärlichkeit, sondern auch das Problem der Kaltstartproblematik in Summe. Und das Dritte ist dann natürlich, deswegen ja auch meine mahnenden Worte, der Datenschutz. Ich will das nicht verteufeln, ich möchte, dass wir reflektieren, inwiefern berührt das Punkte, wo wir das Gefühl haben, die Selbstbestimmung über meine Daten ist verletzt. Das ist eine Gegenleistung, die ich erbringe, die ich nicht erbringen möchte.
Sie müssen sich verabschieden von dem alten ökonomischen Muster, Leistung und Gegenleistung ist Ware gegen Geld. Hier ist Ware oder Leistungsangebot typisch in der Gegenleistung zur Information. Das heißt, Ihre Gegenleistung, die Sie geben, ist das explizite oder implizite Einverständnis, dass diese Analysen mit Ihren Informationen getätigt werden. Und da soll jeder für sich entscheiden, ob er das möchte und ob er Teil dieses Denkansatzes wird und ob er bereit ist, wenn er offenbart hat, dass er Jazzliebhaber ist, dass er dann eben signifikant häufig Apple-weiße Designermöbel angeboten bekommt. Wenn man sagt, das ist mir wert, dafür entgeltlos Musik hören zu können, dann tun Sie das. Ich möchte nur, dass Sie nicht unreflektiert in sowas hineinlaufen oder sich wundern, was da passiert. Da muss sich jeder mit auseinandersetzen und für sich eine Entscheidung treffen, ob er das richtig findet und wie er sich dementsprechend verhält. Und es gibt ein ganzes Instrumentarium an Software, die das auch verhindert, beziehungsweise Ihnen bestimmte Möglichkeiten gibt, das auszuschalten. Das fängt von IP-Zerhackern an, die Ihnen eben bei jeder Einwahl eine andere IP-Adresse geben, über Unterdrückung von Cookies und sonstigen Tools, die einfach notwendig sind, um die jeweilige Individualisierung vornehmen zu können und tatsächlich auch auf Ihre Daten dann entsprechend zugreifen zu können. Gehen Sie reflektiert an die Sache ran, ohne dass ich sagen will, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Ich will nur, dass Sie da sehenden Auges mit umgehen. Ja, denn am Ende des Tages müssen wir da so eine Abwägung treffen. Ich habe hier mal ein paar völlig unvollständige, aber typische Protagonisten, die so etwas einsetzen und die mit diesem Instrumentarium ganz aktiv arbeiten, gegenübergestellt. Es ist auf der einen Seite ganz klar, dass wir viele von den alten Träumen der Individualisierung jetzt deutlich besser leben können, dass es viel, viel günstiger und zum Teil automatisiert möglich ist, Individualisierung vorzunehmen, Präferenzen zu erfassen, Ähnlichkeitsmuster zu erfassen und durchaus angenehme Leistungen dadurch zu ermöglichen. Also denken Sie an diesen Effekt, die Musik wird immer angenehmer, die mir aber zufällig zugespielt wird. Das kann man als angenehm empfinden und sagen, das ist mir das alles wert, das finde ich gut. Demgegenüber stehen aber natürlich auch eindeutige Grenzen der Erosion von Privatsphäre, der Gefahr des Datenmissbrauchs und das kann sowohl bewusst sein. Wir leben in sehr unterschiedlichen Rechtsräumen und ich bedauere es sehr, dass bei der Exzellenzinitiative eine Initiative der Universität Freiburg nicht dazu zum Zuge gekommen ist. Die wollten nämlich, der Kollege Müller wollte ein Cluster mit den Juristen zusammen machen über die Fragestellung, wie wir international mit diesem Datenverteilungseffekt umgehen wollen, weil wir sind alle noch gewohnt, dass wir in der traditionellen Welt, wenn uns hier was passiert, zur Polizei rufen und sagen, hallo, ich werde überfallen, hier ist jemand, der will mir Böses, der hat eine Macke an mein Auto gemacht. Machen Sie das mal in der digitalen Welt, da kommt niemand. Da gibt es keine territorialen Grenzen mehr, da gibt es keine nationalen Räume mehr, wo der Staat für Sicherheit sorgt. Wir haben kein kulturelles Verständnis in den verschiedenen Rechtsräumen über richtig oder falsch. Was hier bei uns Datenmissbrauch ist, ist in Asien toll und in Amerika tolerabel. Es gibt, und andersrum, also das war jetzt nicht nur gegen Asien gerichtet, auch andersrum gibt es einfach Vorstellungen, die wir als völlig normal empfinden, zum Beispiel politische Meinungsfreiheit oder andere Aspekte, die werden in anderen Kulturräumen wieder ganz anders gesehen. Und solange wir da keine Angleichung haben, aber diese Globalisierung in diesem Geschäft drin haben, muss jeder für sich die Abwägung treffen, vor welchem Hintergrund ist welches Geschäftsmodell eigentlich aufgestellt. Was empfinden die als richtig oder falsch? Wie sehen da Wertekomponenten aus? Und möchte ich als Gegenleistung für die Leistung, die ich da in Anspruch nehme, mich daran beteiligen, indem ich eine solche Maschinerie fütter mit Daten, mit Profilen, mit Reaktionen, die ich dort ermögliche oder nicht? Und das ist eigentlich nur mein Anspruch. Wir werden hier nicht zu einer Lösung kommen und werden dann mal eben so zeigen können, ja, das könnte man eigentlich mit ABC verhindern. Mir geht es darum, dass jeder von Ihnen das reflektiert tut und eben auch dafür ein Gespür bekommt, wie sich dann eben auch solche Geschäftsmodelle verändern und wie diese Tools auch einen Einfluss darauf haben, damit umgehen zu müssen. Und das ist ein Stück Medienkompetenz, die wir Ihnen zumindest mal versuchen mitgeben zu können, sodass Sie das mit sehendem Auge für sich entscheiden können. Leider ist das eben nichts geworden, um das noch zu Ende zu bringen, im Rahmen der Exzellenzinitiative, dass die Juristen zusammen mit den Informatikern an der Uni Freiburg diesen Forschungscluster auflegen konnten. Die machen jetzt in Einzelprojekten weiter. Steht auch mit in Kontakt und beobachte das auch sehr genau. Ich finde das ein sehr, sehr relevantes Vorhaben, weil heute die einzelnen Nationalstaaten, Institutionen, jetzt, also nehmen wir mal Google, aber das ist eigentlich schon langweilig, weil jeder hackt auf Google rum, das sind auch viele andere Unternehmen, einfach supranationale Konzerne sind, die ihre Datenbänke dorthin verschieben, wo der Datenschutzraum eben das ermöglicht, was man damit vorhat.
Man muss sich natürlich regional und lokal anpassen. Man wird darauf achten, dass man nicht image-schädigend in irgendeiner Weise dort das jeweils geltende Recht offiziell verletzt. Aber wenn man mal hinter die Maskerade guckt und den Kern der Geschäftsmodelle analysiert, basieren die im Wesentlichen auf der Auswertbarkeit solcher Informationen und den Mehrwert, den ich durch solche Informationen generieren kann. Und da werden wir auf absehbare Zeit, glaube ich, kein international angepasstes Verständnis davon haben, auf dem wir dann auch noch international gleiche Rechtsprechung und international gleiche Exekutive und Judikative aufbauen können, die so etwas verhindert oder eingrenzt. Und solange wir diese Unterschiede haben international, ist es einfach ein einfaches, mich global so aufzustellen, dass ich mir den Rechtsraum suche, der passend ist zu der Geschäftsidee, die ich dort verwirklichen will. So, dann nochmal den Blick über den Tellerrand hinaus. Was passiert da eigentlich, wenn man das vergleicht, so wie diese Technologie dazu beigetragen hat, dass Individualisierung immer einfacher möglich geworden ist? Und hier in Berlin haben wir das sogenannte Pfadkolleg, das Graduiertenkolleg der DFG, wo wir uns mit selbstverstärkenden Mechanismen und Pfadabhängigkeiten beschäftigen. Und die kann man eigentlich auch in dieser Entwicklung auf einem sehr hohen Aggregationsniveau vermuten. Wir haben nämlich einmal die Entwicklung, dass mit verfügbarer Datenlage, die natürlich steigt mit Digitalisierung und Vernetzung der Strukturen, habe ich immer mehr einfach abgreifbare Daten an Kontaktpunkten. Das fliegt mir einfach zu. Also ich muss keine besonderen Anstrengungen mehr als Unternehmen, um an Terabyte von Datenbeständen zu kommen, sondern die fallen einfach an, die muss ich nur aufsammeln und irgendwie in einer systematischen Art und Weise erfassen. Und mit dieser Digitalisierung und Vernetzung steigt ein Stück weit die Konvergenz der Branchen und damit auch die Fantasie von Cross-Selling. Denken Sie an Jazz und Apple weiße Designermöbel. Viele Geschäftsmodelle gehen mittlerweile über die verschiedenen Kategorieelemente hinweg und kombinieren Musik mit Möbel, mit Lebensmittel, mit Reisen, mit Versicherungen, mit allem Möglichen. Da kann ich natürlich Ähnlichkeitsmuster bilden. Und wenn ich von Ihnen schon viel weiß, wie Sie sich beim Flugverkehr verhalten und warum Sie dann Senator bei der Lufthansa sind, ermöglicht mir das eben auch gute Prognosen darüber abzugeben, wie Sie sich beim Lebensmitteleinkauf oder mal bei der Versicherung oder bei der Urlaubsreise verhalten werden. Von daher wird es immer attraktiver, diese Datenbestände aus bisher getrennten Bereichen konvergieren zu lassen und zu größeren Datenbeständen zusammenzuführen, was dann eben wieder befeuert, dass CRM ein selbstverständlicher Bestandteil wird, den Sie als Kunde auch schon erwarten. Und so ist Individualisierung mittlerweile ein Standard geworden. Und mir geht es ja auch selber so, wenn ich irgendwo anrufe und zum dritten Mal an einem Callcenter anrufe und der Gesprächspartner nicht weiß, dass ich gerade zum dritten Mal anrufe und was ich die ersten zwei Mal wollte, bin ich genervt. Der soll gefälligst wissen, was ich vorher mit dem Unternehmen zu tun hatte. Der soll die Historie kennen, der soll das Problem kennen und soll mir eine sehr kompetente, klare, schnelle Antwort auf mein Anliegen geben. Und wehe, der kann nicht so individualisiert agieren, ich muss das alles nochmal von vorne erzählen. Also da hat sich ein Standard entwickelt, wo ich erwarte, dass das Unternehmen mich individuell wahrnimmt und dass das durchaus dann auch bei Produkten, die eigentlich nur eine geringe Marge zum Selbstverständlichkeit wird, klappt nur, wenn es relativ einfach und kostengünstig möglich ist. Und wenn das immer mehr möglich wird, dann wird Individualisierung eigentlich kein Wettbewerbsparameter, sondern eine Selbstverständlichkeit, ein Standard, den ich im Wettbewerb einhalten muss. Und ich kann mich eigentlich nur noch differenzieren, indem ich vielleicht auf besonders geschickte Art und Weise nochmal einen anderen Zugang zur Individualisierung finde, eine besonders intensive oder eine besonders pfiffige Verbindung dieser Daten herstelle und den Kunden auch durchaus mal überrasche mit Empfehlungen oder mit Nutzung von Ähnlichkeitsmustern, die ich erkannt habe, die dann zu Angeboten führt, wo er gar nicht gedacht hätte, dass ich ihn so genau verstanden habe, aus Anbieterperspektive. Und da ist einfach ein sich selbst verstärkender Effekt drin, dass Individualisierung mittlerweile immer mehr zum Standard wird. Es gibt eine Art der Standard-Individualisierung, der in breiter Front erwartet wird. Und sich davon noch abzuheben, erfordert dann nicht nur CRM-Systeme implementiert zu haben, sondern die eben auch noch mit besonderer Art und Weise, besser als der Wettbewerb, einsetzen zu können. So, ich versuche dieses schillernde Thema jetzt mal mit 8 Thesen zusammenzufassen, dass man so nochmal so eine kurze Zusammenfassung, aber vielleicht auch so eine kompakte Einschätzung dazu bekommt. Viele Unternehmen sind eigentlich in so ein CRM-Abenteuer hineingeschlittert. Die haben dann so Versprechungen von CRM-Anbietern geglaubt, dass das doch alles ziemlich einfach sei, dass die Kundendaten ja sowieso zur Verfügung hätten und dass man da einfach nur noch so ein Tool adaptieren müsste und dann würde das praktisch von alleine funktionieren.
Die meisten dieser Unternehmen sind im Laufe dieses Projektes ziemlich desillusioniert worden, weil sie sind erschlagen von der Komplexität der notwendigen Hausaufgaben, die erstmal zu erfüllen sind, damit sie diese Datenbestände tatsächlich systematisch integriert und automatisiert erfassen und zusammenführen können. Das ist in der Regel viel, viel schwieriger, als das auf so ein paar bunten Folien darstellbar ist, und schwierig, manche teuer. Weil sie haben Schnittstellen, sie müssen Standardisierungen vornehmen auf semantischer, syntaktischer Ebene. Das sind einfach notwendige Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, und man unterschätzt typischerweise, wenn man am Anfang dieser Vorhaben steht, wie kompliziert das ist und wie aufwendig das sein kann. Dann ist so ein Irrglaube, so ein typischer Irrglaube, dass man dadurch eigentlich Kundenorientierung ersetzen kann, also sowas wie automatisieren kann. Ich brauche im Callcenter eigentlich keine freundlichen Menschen mehr, das System ist dann irgendwie kundenorientiert und macht die richtigen Vorschläge. Das ist natürlich Quatsch. Das, was Sie hier haben, ist ein Instrument, mit dem Sie es den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Kontaktpunkten ermöglichen können, intensiver auf die Bedürfnisse einzugehen. Ich muss aber die Kundenhistorie nutzen, ich muss aktiv aufgreifen, wenn ich erkenne, der Kunde hatte schon mal zweimal Ärger mit uns, das ist jetzt eigentlich der richtige Augenblick, ihn zu einem begeisterten Fan aus ihm zu machen, indem ich ihn überraschend etwas mehr anbiete und nicht auf seinen Ärger eingehe. Aber das müssen die Menschen dann entscheiden, die in dem Augenblick in einem Kontaktpunkt den Kontakt haben. Das kann kaum ein System automatisiert machen. Von daher ist diese Vorstellung, dass da irgendwas automatisch kommt und dass es auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr ankommt, völliger Irrglaube. Das ist Quatsch. Wie ich ganz zum Schluss gezeigt habe, glaube ich, dass diese gesamte Entwicklung der Digitalisierung und Vernetzung so eine Eigendynamik auslöst, dass mehr Individualisierung eine Selbstverständlichkeit wird. Und deswegen ist es eigentlich nicht eine Frage, ob man sich überhaupt mit CRM beschäftigt, sondern die meisten Bereiche machen das. Den systematisch versuchen, besser zu verstehen, mit welchen Kunden haben wir es zu tun, welche unterschiedliche Kundenwertigkeit haben wir und wie müssen wir damit differenziert umgehen. Um sich darüber aber tatsächlich noch vom Wettbewerb absetzen zu können, muss man schon wieder einen deutlichen Klimmzug mehr machen. Und insofern ist diese gesamte Entwicklung, Digitalisierung und Vernetzung, absolut ein Treiber für diese Entwicklung. CRM-Systeme, ob unter dem Schlagwort oder unter dem nächsten Schlagwort, werden uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf jeden Fall beschäftigen, gar keine Frage. Aber das ist eben auch nicht so, als wenn ich mich damit jetzt noch eindeutig vom Wettbewerb absetzen könnte. Das ist die alte statistische Weisheit, die immer mehr Unternehmen eben auch da reintreiben, solche Datenmengen aufzusetzen, und warum viele so begeistert von Big Data sind. Mit Statistik und vielen Beobachtungspunkten komme ich erstmal auf Zusammenhänge. Und das sind dann vielleicht erstmal nur Korrelationen und keine Kausalitäten. Ich sehe aber belastbare Strukturen, auf die ich Entscheidungen aufbauen kann. Denken Sie an Windeln und Bier. Ich muss es nicht verstehen, aber ich kann das zur Grundlage meiner Entscheidung machen, und glauben Sie mir, das ist erfolgreich. Und deswegen erhalten Sie auch nach wie vor vom Lebensmitteleinzelhandel die sogenannte Schweinebauchanzeige als typische Tagesanzeige in der Tageszeitung, nach der Erkenntnis der Bonanalysen, was typischerweise zusammen gekauft wird und was nicht zusammen gekauft wird. Und das, was Sie dort sehen, ist typischerweise ein Potpourri von nicht zusammengekauften Artikeln, die aber dazu führen, dass Sie andere Artikel mitnehmen, die natürlich nicht ganz so günstig sind. Ganz banal. Je größer mein Datenschatz, desto höher das Potenzial, entsprechende Erkenntnisse zu ziehen, und die Tendenz, ganz klar Multichannel nicht nur von einem Anbieter zu machen, sondern Datenbestände von verschiedenen Anbietern miteinander zu kombinieren, um gerade diese Cross-Validität herzustellen und gerade die Belastbarkeit der Strukturen auch zwischen verschiedenen Leistungsarten zu erkennen. Jazz und Apple Weißen Designer Möbel als Stichwort. Diese Bildung von Affinitäts- und Ähnlichkeitsgruppen ist ein unheimlich mächtiges Tool. Und da sind wir noch am Anfang der Entwicklung, entsprechende Ähnlichkeitsgruppen zu bilden. Das kann er nämlich über alles Mögliche machen. Und Anbieter, die damit einmal angefangen haben, die werden richtig abhängig von dieser Droge, weil sie einfach deutlich differenzierter als früher in ihrer Marktforschung Vermutungen anstellen können, wo sie Erkenntnisse fassen können, wie sie nicht den Einzelnen genau verstehen müssen, aber wie sie Erkenntnisse über eine Anzahl von Personen multiplizieren und ausnutzen können für die nächsten Personen, die kommen. Und das ist einfach eine jetzt technisch möglich gewordene Option, die viele, viele Anbieter sehr fasziniert und wo auch noch ganz viel drinsteckt, wo wir auch noch eine Reihe von Forschungsarbeit und Abschlussarbeiten schreiben können, um das in alle möglichen Richtungen mal auszuloten. Diese kollaborativen Filter sind eigentlich das, was Peppers und Rogers damals geträumt haben. Die kannten den Begriff noch nicht, die wurden am Anfang verlacht, da wurde gesagt, das ist Spinnerei.
eigentlich haben die mit ihren Learning Relationships viel von dem erzählt, was heute als kollaborativer Filter zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Also man muss posthum, und die leben auch beide noch, also von daher kann man, werden die das auch wissen und werden dann mit einem zufriedenen Grinsen sich immer wieder an ihre Gedanken erinnern, kann man eigentlich nur noch mal hochhalten. Die haben schon wirklich weit vorausgedacht, was heute Realität geworden ist und gerade über diese kollaborativen Filter Realität geworden ist. Ich möchte, dass Sie reflektiert hier rausgehen und erkennen, dass diese alte Vorstellung Ware gegen Geld eben obsolet geworden ist, weil es geht immer weniger um die direkten Erlöse, die Sie als Inanspruchnahme von irgendeinem Leistungsangebot bereit sind, dafür zu zahlen. Es geht zunehmend mehr um die indirekten Erlöse und diese indirekten Erlöse aus verschiedenen Erlösquellen sind getrieben durch die Erfassung und Aufbereitung von Informationen und das Nutzen von Informationen in den verschiedenen indirekten Erlösquellen. Ich habe am Wochenende zusammengesessen mit einem Entscheidungsträger von der TUI, die gerade ein Empfehlungssystem bauen für Personen, die über 4-5 Items angeben, wie sie sich ihren idealen Urlaub vorstellen. Und dieser ideale Urlaub, dann schreiben sie, ob sie gerne tauchen und eher in Kultur oder eher in Feiern und mit welchem kulturellen Hintergrund und welche Preisklasse. Und dann kriegen sie ein Vorschlagssystem, welche Reisen dafür zur Verfügung stehen. Und das wird gerade gematcht mit Google und Facebook. Und damit kriegen wir eine Kombination aus lokal verfügbaren Bewegungsdaten der Personen vor Ort mit solchen Einschätzungen über Neigungen, wie ich mir den Rahmenbedingungen von meinem Urlaub vorstelle. Und wenn Sie sich jetzt die Fantasie noch ein bisschen weiterlaufen lassen, was am Flughäfen passiert, wo ich nämlich mit vorinformierten Personen, also zum Beispiel nach Lufthansa-Logik, Wissen über die Flugneigungen der Personen, die bei der Lufthansa mitfliegen, kombinieren kann mit solchen Präferenzen, wenn ich 2 Stunden Aufenthalt an einem Flughafen habe und das kombiniere mit den lokalen Angeboten vor Ort und wenn ich dann matchen kann, ob jemand lieber arbeitet, wenn er 2 Stunden Wartezeit hat oder shoppen geht oder in ein Sportstudio geht und ich entsprechend den lokalen Leistungsanbietern vor Ort zur Verfügung stelle, wer ist denn derjenige, der shoppen geht oder derjenige, der lieber sportlich was tut oder derjenige, der ein Büro für 2 Stunden benötigt und wenn ich das in Kombination zueinander bringen und dann tatsächlich beobachten kann, ob meine Hypothesen stimmen, weil ich die dann auch noch lokal tracken kann, dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, wie jetzt Daten zur Quelle indirekter Erlöse werden, es nicht mehr um Leistung gegen Gegenleistung geht, sondern die Verfügbarkeit von Daten über solche ökonomischen Erwartungswerte eigentlich der Gegenstand dieses Austauschaktes sind. Ich hatte darauf hingewiesen, Freiburg hatte dann sehr schönes Cluster zu dieser asymmetrischen Informationsverteilung und den Problemen, die wir uns damit einhandeln. Ich glaube, wir sind mittendrin. Wir müssen uns als Gesellschaft darüber Gedanken machen, wie wir mit dieser asymmetrischen Informationsverteilung jetzt nicht zwischen, das ist ja eine, das kennen Sie ja auch aus Ihren Grundlagenveranstaltungen, Asymmetrie und Principal-Agent-Problematiken bilateral, das ist alter Hut. Ich rede jetzt eher über die asymmetrischen Informationsverteilungen zwischen Akteursgruppen. Und wenn wir hier auf der einen Seite das Ansammeln von solchen auch mit statistischer Signifikanz auswertbaren Datenbeständen im Vergleich zu den Einzelpersonen, die eine angenehme Dienstleistung bekommen und dafür ihre Daten zur Verfügung stellen, sehen, dann haben wir dafür noch keine gesellschaftliche Antwort, wo wir da Grenzen haben wollen, was wir als richtig und falsch empfinden. Und wir haben vor allem noch keine Standardisierung, dass wir das auch noch international und über Kulturen hinweg gleich empfinden. Und da haben wir noch eine ganze Menge an Herausforderungen. Und ich weiß auch noch nicht so genau, in welcher Richtung da die Lösung sein wird, aber es ist relativ klar, dass wir in die Richtung Lösungen benötigen. Also wer sich da tummeln möchte, egal ob jetzt wissenschaftlich oder politisch oder was auch immer, ich glaube, das ist ein weites und interessantes Feld mit hoher, hoher Relevanz für all diese Bereiche. Ja, so viel als Überblick fürs CRM. Ich denke, an der einen oder anderen Stelle waren Sie vielleicht überrascht, wie weit ich das Feld gespannt habe. Auf der anderen Seite musste ich selektiv sein. Es waren eben nur 3 Aspekte, die ich mal versucht habe herauszugreifen. Sie können den Beitrag, der auch auf der Blackboard-Plattform in Bochum für den Gesamtveranstaltung zur Verfügung steht, nochmal den Artikel Customer Relationship Management von mir von 2011 ansehen. Das sind ergänzende Informationen. Sie werden ein paar Aspekte wiederfinden. Also das hat so eine gleiche Grundstruktur, dieser Beitrag. Aber ich habe extra an der Stelle abgekürzt, wo es im Beitrag etwas in die Tiefe geht und habe dafür den einen oder anderen aktuellen Aspekt mal aufgenommen, der in dem Beitrag noch nicht drinsteckt. Also ich glaube, die Kombination aus beiden, wenn Sie sich das Video nochmal angucken und diesen Beitrag nochmal durchgehen, das müsste Ihnen eigentlich einen ganz guten Einblick in dieses Feld CRM geben. Und wer von Ihnen Lust hat, das entweder im Bereich Bachelor oder Master oder später in der Promotion zu vertiefen, herzlich willkommen. Ich hoffe, es ist
deutlich geworden, dass das ein super interessanter Bereich ist, der wunderbar Technik und Ökonomie miteinander verbindet und wo wir auch ganz, ganz viele aktuelle Fragestellungen haben, die wir in einer Vielzahl von Abschlussarbeiten und wissenschaftlichen Arbeiten noch bearbeiten können. Also, ich hoffe, wir sehen uns in dem einen oder anderen Zusammenhang so wieder und Grüße aus Berlin. Tschüss.